Schön, dass Sie alle da sind. Wir sind echt überwältigt. Das hätten wir nicht gedacht, dass es heute Abend hier so voll wird. Und das freut uns sehr, denn das Thema ist ja nicht ganz einfach, aber es ist natürlich enorm spannend. Und ich nehme an, deswegen sind Sie auch alle hier heute Abend. Bevor es losgeht, sage ich noch, diese Veranstaltung wird gefilmt. Also wer jetzt noch gehen möchte, kann gehen. Und es wird hinterher bei YouTube eingestellt. Das muss man ja vorher immer sagen. Nicht, dass dann jemand sagt, hätte man mir das mal gesagt, ich möchte nicht gefilmt werden. Wer jetzt gar nicht gefilmt werden möchte, kann sich ja irgendwo hinten in den hintersten Reihen verkrümeln und dann ist man auch nicht so doll auf dem Bild. Dann haben Sie so kleine Kärtchen gefunden auf Ihrem Sitz. Da freuen wir uns immer über Ihren Kommentar zu der Veranstaltung. Wir versuchen ja jedes Mal besser zu werden und auch spannende Themen anzubieten. Und da hoffen wir immer, dass aus dem Publikum auch schon mal Vorschläge kommen, dass wir auch im nächsten Jahr spannende Themen bei Uni im Rathaus haben. Für mich als Germanistin ist das heute Abend ein schwerer Abend. Als ich mich auf die Veranstaltung vorbereitet habe, erinnerte ich mich an den Grundkurs Physik in der 10. Klasse und an das dunkle Loch in meinem Kopf und die Leere. Und ich habe gedacht, na, wenn das mal gut geht, aber dafür habe ich ja drei Experten auf der Bühne, denen wir heute Abend ein Loch in den Bauch fragen können. Dafür sind sie heute Abend auch zu dritt. Worum geht's? Es geht um Higgs-Boson, ein Teilchen, was im letzten Jahr, im Juli, der Welt präsentiert wurde als ja, Weltneuheit, als die Erkenntnis. Und wenn es das ist, was es ist, dann vermutet man dahinter die Erklärung allen Ursprungs. Deswegen heißt es auch das Gottesteilchen, was ja schon von vielen als ein bisschen despektierlich gesehen wurde, vor allen Dingen von der Kirche, die nicht so möchte, dass man das Gottesteilchen nennt. So, mit mir hier auf der Bühne ist die gesammelte Physikintelligenz der RWTH Aachen. Da gibt es Zweifel, oder? Da zweifeln Sie nicht dran, oder? Okay, also, wir haben drei geholt, weil das Thema das verlangt. Zu meiner Linken fangen wir an mit Professor Michael Krämer, Lehr- und Forschungsgebiet Physik, theoretische Elementarteilchenphysik an der RWTH Aachen. Herzlich willkommen, Herr Krämer. Dann gleich neben mir ist Professor Thomas Hebecker, Lehrstuhl für Experimentalphysik 3a. Das sage ich jetzt so bewusst, weil es gibt auch 3b. Herzlich willkommen, Herr Professor Hebecker. Und außen ist eben Professor Achim Stahl, Lehrstuhl für Experimentalphysik 3b, auch von der RWTH. Herzlich willkommen, Herr Stahl. Jetzt könnte man ja meinen, warum brauchen die drei davon? Reicht doch vielleicht einer, der das alles erklärt. Deswegen möchte ich Sie drei kurz bitten, dass Sie erzählen, was Sie so den Tag über tun, so den lieben langen Tag. Und vielleicht auch, was Sie mit diesem Higgs-Teilchen zu tun haben oder hatten. Herr Professor Stahl, vielleicht fangen Sie an. Was tue ich den ganzen Tag? Das ist eine sehr vielfältige Aufgabe als Professor. Das fängt an mit Koordinationsaufgaben, so ein riesiges Projekt, Sie werden es ja gleich noch sehen, braucht auch ein gewisses Management und geht runter bis dorthin, dass man sich mit einem Studenten an den Tisch sitzt und ihm versucht zu erklären, was man nun tun muss, um mehr über das Higgs-Boson herauszufinden. Ich speziell beschäftige mich mit einem ganz besonderen Zerfallskanal von dem Higgs-Boson, aber das können wir vielleicht in die spätere Diskussion verschieben. Das habe ich gerade akustisch nicht verstanden. Sie beschäftigen sich mit einem speziellen Teil? Mit einem ganz besonderen. Diese Higgs-Bosonen sind ja nicht stabil, die zerfallen auf viele unterschiedliche Art und Weisen und ich beschäftige mich ganz speziell mit einem dieser Zerfallsmöglichkeiten. Also Sie sind ganz konkret an diesem Higgs-Projekt beteiligt, kann man so sagen? Ja. Ja. Gut, ja. Vielleicht darf ich zur Einleitung noch sagen, Sie ahnen ja vielleicht schon mit Physikalisches Institut 3a und 3b, es gibt auch noch 1 und 2 und ich glaube, wir tun unseren Kollegen Unrecht mit der Aussage, dass die versammelte Intelligenz hier oben sitzen würde. Ja, aber das ist, glaube ich, das nehmen wir nicht so. Herr Professor Hebecker, was treiben Sie in Ihrem Lehrstuhl? Ja, also
wie Herr Stahl ja schon vorsichtig angedeutet hat, der Professor macht diese Datenanalyse nicht selber und er baut auch die Detektoren nicht mehr selber. Das machen die jüngeren Leute, die können das nämlich viel besser. Von da ist auch dieser Satz mit der Intelligenz etwas einzuschränken. Also in meinem Lehrstuhl haben wir insbesondere einen Detektorteil gebaut, den ich gleich ganz, ganz kurz auch zeigen werde, der auch wichtig ist, eben um das Higgs-Teilchen nachzuweisen. Ich selber bin ja auch schon ein bisschen älter und ich habe mal selber nachgeguckt. Ich habe also schon 1982 bin ich Autor gewesen einer Publikation, die nach dem Higgs gesucht hat. Eben, wie Sie sehen, viele Jahre und Jahrzehnte erfolglos. Und deswegen sind wir natürlich so froh, dass wir jetzt vielleicht dieses Higgs-Teilchen endlich gefunden haben. Mhm. Dankeschön. Herr Professor Krämer, ja, Sie dürfen ruhig klatschen. Theoretische Elementarteilchenphysik, Sie rechnen den ganzen Tag, oder? Ich rechne den ganzen Tag vor mich hin, genau. Und das macht auch total viel Spaß. Und, muss ein bisschen näher ran. Das hat auch mit dem Higgs zu tun. Wir machen also Rechnungen, die vorhersagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit man dieses Higgs produziert, wie das zerfällt. Und das ist natürlich dann auch wichtig, um überhaupt die Experimente zu konzipieren und dann auch die Daten zu interpretieren. Und da arbeiten wir dann auch Hand in Hand. Obwohl wir natürlich als Theoretiker und Experimentalphysiker doch unterschiedliche sozusagen Kernaufgaben haben, kommen wir dann zusammen, wenn es darum geht, die Daten zu interpretieren und zu verstehen, was wir da eigentlich sehen. So hat es aber auch mal angefangen mit dem Higgs-Teilchen, dass es einer berechnet hat, oder? Das Higgs-Teilchen ist eine theoretische Idee, das ist eigentlich unglaublich. Eine ganz abstrakte und aus meiner Sicht auch relativ, wie soll ich sagen, na verrückt kann man nicht sagen, eine sehr unkonventionelle und erstaunliche Idee, die Peter Higgs und andere vor, weiß ich nicht, 40 Jahren, genau. Sie haben sich gut vorbereitet. Das ist ja eine Entwicklung gewesen, ne? Also deshalb kann man da, man kann sagen, in diesen Jahren wurden die Papiere publiziert, aber es hat eine ganze Reihe von theoretischen Vorarbeiten, ne? Und man hat das also in den 60er Jahren zum ersten Mal richtig aufgeschrieben und formuliert und seitdem sucht man eigentlich nach diesem Ding. Und es ist eine lange Suche gewesen. Man sagt ja immer noch nicht, wir haben das Higgs gefunden, ist man noch viel zu vorsichtig, aber ich sage einfach mal, das ist so ein Higgs, ne? Das kann man, glaube ich, sagen. Und das ist schon unglaublich. Also als ich das gesehen habe vor ein paar Monaten, diese kleine Resonanz, das wird der Herr Hebecker auch zeigen. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen. wirklich, ja, es ist ganz fantastisch. Gut, vielen Dank für diese Einleitung, meine Herren. Wir drei gehen jetzt noch mal kurz von der Bühne und lassen Herrn Hebecker hier allein. Der wird uns nämlich jetzt noch in 10 Minuten einen Kurzvortrag halten, damit wir alle so ungefähr auf dem gleichen Stand sind und dann kommen wir zurück. Bitte schön, Herr Professor Hebecker. Ja. Ich brauche etwas Dunkelheit, ja, möglichst dunkel. Von mir aus können wir alles ausschalten, außer den Beamer. So, ich möchte Ihnen also in wenigen Minuten ein paar Begriffe nahebringen, die in dem Zusammenhang hier eine Rolle spielen. Und wir reden also über das Higgs-Teilchen. Was ich Ihnen hier zeige, ist eine Kollision von zwei Protonen. Das sind zwei Teilchen, die wir am LHC-Beschleuniger, das werde ich alles noch kurz erklären, am CERN-Forschungszentrum aufeinander schießen. Das machen wir sehr häufig. Und dabei bei diesen Kollisionen entstehen dann alle möglichen meist bekannte Teilchen, die diese Spuren hier hinterlassen. Und manchmal gibt es dann eben auch was Neues, dass zum Beispiel dann sich durch diese roten Linien, das sind Photonen, äußert. Das sage ich dann gleich noch kurz. Also ein paar Begriffe wollen wir klären. Fangen wir mal an. Es geht also heute um diese Podiumsdiskussion. Das wissen Sie wahrscheinlich schon. Und wir reden jetzt über Teilchen und ich habe mir sagen lassen, der Normalbürger versteht unter Teilchen so ein Ding, was man essen kann. Das ist aber auch durchaus nicht falsch, denn es besteht ja auch aus Elementarteilchen. Und das Bild der Elementarteilchenphysik sieht eben so aus. Wir haben ein Atom, das besteht aus einem Kern mit den Elektronen, die darum kreisen. Und der Kern selber besteht aus Protonen und Neutronen und die wiederum sind aufgebaut aus den Quarks. 3 Quarks machen ein Proton.
Natürlich müssen die alle noch zusammenhalten, das heißt hier das Atom muss elektrisch zusammengebunden werden, negative Elektronen, positiver Kern, das ist die elektrische Kraft und da spielt auch das Kraftteilchen da, das Photon, das Lichtteilchen eine Rolle und hier unten dafür ist zuständig die starke Kraft, um das alles zusammenzuhalten. Ja, und ich habe gesagt, so ein Teilchen besteht ja auch aus Elementarteilchen und zwar ungefähr aus 10 hoch 27, das heißt, das ist eine 1 mit 27 Nullen, das heißt, ist eine ganze Menge drin. So, wir wollen natürlich wissen, das habe ich ja hier auch als Unterschrift oder hingeschrieben, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also was sind denn die fundamentalen Teilchen, aus denen wir bestehen, aus denen das Universum besteht und was sind die Kräfte? Und in dem Zusammenhang ist es eben wichtig, dass wir auch erkennen, dass um das ganze Universum, die Entwicklung zu verstehen, wir brauchen die Teilchenphysik. Also in diesem Diagramm haben Sie hier die Zeitachse, das war vor 14 Milliarden Jahren, das ist heute. Und das ist sozusagen die räumliche Koordinate und wir stellen uns ja vor, dass das Universum aus einer heißen, dichten Ursuppe entstanden ist, die wir Big Bang oder Urknall nennen und das hat sich dann abgekühlt und ausgebreitet, expandiert und das war zunächst mal eben sehr heiß und dicht und mit dem Abkühlen sind dann größere Strukturen entstanden, Galaxien, Sterne, Rathäuser und so weiter. Und um eben zu verstehen, wie das alles zustande gekommen ist, müssen wir verstehen, was im ganz frühen Universum, wo es praktisch nur die Elementarteilchen gab, passiert ist. Gut, so viel zur Motivation. Wir gehen gleich zu einem kleinen Problem, was wir in der Teilchenphysik haben, nämlich die Teilchen haben, das zeigen die Experimente und das wundert sich jetzt vielleicht auch gar nicht, diese Elementarteilchen, Elektronen und Quarks, die haben eine Masse oder ein Gewicht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Elektron hier hätte, könnte das in die Hand nehmen, würde es halt runterfallen. Wie alle anderen Objekte auch. So weit, so gut. Nun haben wir auch eine sehr gute theoretische Beschreibung der Elementarteilchen. Diese Theorie kann uns voraussagen, wie sich diese Teilchen verhalten, also wie sie miteinander wechselwirken, welche Kräfte da existieren, wie sie eventuell zerfallen und so weiter. Das funktioniert alles fantastisch gut. Nur einen kleinen Schönheitsfehler hat diese Theorie. Sie sagt nämlich, dass die Teilchen gar keine Masse haben können. Was natürlich ein eklatanter Widerspruch zu den Messungen ist. Und dieses Problem, daran knabbern wir schon seit vielen Jahren. Und eine mögliche Lösung hat dieser Gentleman aus Schottland vorgestellt, Peter Higgs. Da waren noch ein paar andere beteiligt, aber das ist derjenige, der natürlich auch den Namen jetzt gegeben hat. Das ist der Peter Higgs, wie er vor kurzem auch mal das CERN besucht hat. Das tut er ab und zu. Und da sieht er schon ein bisschen älter aus. Zur Zeit hier, als er diese Theorie entwickelt hat, war er eben noch ein bisschen jünger, sah dann so aus. Hier das Foto ohne Helm. Was hat er also gemacht? Er hat also eine Publikation verfasst, 1964, also fast 50 Jahre liegt das zurück. Und er hat gesagt, wenn man noch ein neues Teilchen hinzufügt, das wir heute Higgs-Teilchen nennen, das hat er nicht selber erfunden, den Namen, ein Teilchen, was selber instabil ist, also sofort wieder in andere Teilchen zerfällt, dann kann man also den Elektronen und den Quarks eine Masse geben. Das heißt, man kann diese Theorie, die wir haben, retten sozusagen und müssen dann halt noch ein Teilchen zusätzlich akzeptieren und dann funktioniert das alles mit der Masse. Interessant ist, dass dieses neue Teilchen von völlig anderer Natur ist als die bekannten. Es gehört nicht zu den Elektronen, es gehört nicht zu den Quarks, es ist wirklich was ganz anderes. Und von daher ist es auch natürlich eine ganz außergewöhnliche intellektuelle Leistung, jetzt irgendwas ganz Neues wirklich vorauszusagen, was wir dann vielleicht nach vielen Jahren auch gefunden haben. Das CERN habe ich ja schon erwähnt. Das CERN ist ein großes, sehr großes Forschungszentrum in der Nähe von Genf. Hier sieht man den Genfer See. An der Stelle sage ich immer, das ist der Beschleuniger für Flugzeuge. Das habe ich schon so oft gesagt, das sage ich jetzt nicht mehr. Hier irgendwo ist die Stadt Genf und hier ist das eigentliche CERN-Gelände. Das ist schon ziemlich groß mit vielen Bürogebäuden und auch Apparaturen. Und unterirdisch gibt es dann einen 27 Kilometer großen Beschleuniger, in dem dann eben Protonen mit hoher Geschwindigkeit aufeinander fliegen. Die einen Protonen fliegen so rum, andere Protonen fliegen so rum. Und an einigen Punkten wie hier fliegen die halt dann aufeinander und da entstehen dann alle möglichen Teilchen und ganz selten dann auch vielleicht mal ein neues Teilchen. Was man hier noch sieht ist, hier habe ich mal drunter geschrieben, CERN 10.000 Physiker, das ist so die Gesamtzahl an Leuten, die da mitmachen, die sind nicht immer alle da, also ich gehöre auch zu denen, bin auch gerade nicht da. Das CERN kennen Sie übrigens nicht nur vom Higgs, sondern Sie kennen das auch vom World Wide Web. Wenn Sie zu Hause das Internet bedienen, dann geht das unter anderem auch auf das CERN zurück. Das liegt daran, weil da so viele Leute sind, die weltweit vernetzt an einzelnen Projekten arbeiten, musste man was erfinden, damit die gut kommunizieren können und so ist das World Wide Web entstanden. Leider kriegen wir da keine Gelder für.
Gut, was noch interessant ist zu wissen, dass wir solche Kollisionen machen wir nicht einmal pro Tag oder einmal pro Stunde, sondern wir machen 20 Millionen Kollisionen pro Sekunde. Das müssen wir so häufig machen, weil eben gewisse Teilchen sehr, sehr selten sind und müssen wir eben das mit sehr hoher Häufigkeit machen und das auch über Jahre hinweg. Hier sehen Sie noch zwei Begriffe. CERN steht zunächst mal für diesen französischen Begriff Recherche Nucléaire, also Kernphysik. Heute würden wir es nicht mal Kernphysik nennen, heute ist das Teilchenphysik. Aber das CERN ist auch schon über 50 Jahre alt, deswegen hat sich da die Stoßrichtung ein bisschen geändert. Und dann haben wir hier den LHC, das ist der Large Hadron Collider, auf Deutsch frei übersetzt Protonenbeschleuniger, eben das Ding, was wir hier unter der Erde haben und jetzt sehr gut funktioniert, um uns hier neue Dinge hoffentlich zu liefern. Ja, dann gucken wir mal in den Tunnel rein. Unterirdisch, das ist der eigentliche Beschleuniger. Also hier fliegen einige Teilchen so rum, andere andersrum. Da braucht man Magnetfelder, Vakuum, viele technische Dinge. Und hier macht der CERN-Direktor Rolf Feuer gerade seine tägliche Inspektionsfahrt, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Böse Zungen behaupten, das sei eine Fotomontage, aber das kann ich gar nicht glauben. Und die wichtigste Stelle, aber vielleicht noch eine ganz wichtige Stelle, ist aber gar nicht der Beschleuniger alleine. Wir haben ja hier gesehen, es gibt den Beschleuniger, aber an einigen Stellen werden diese Teilchen produziert. Und um da nun zu gucken, was da eigentlich passiert, bauen wir oder haben wir gebaut riesige Teilchendetektoren. Sie sehen hier unten Herrn Stahl, der da gerade zufällig steht. Und da sehen Sie, das sind also haushohe Geräte, die dann in der Mitte, das ist hier gerade noch nicht fertig jetzt, hier in der Mitte werden irgendwo diese Kollisionen stattfinden. Dann spritzen da ganz viele Teilchen raus und mit diesen Nachweisgeräten können wir dann diese Teilchen verfolgen, identifizieren und so weiter. Und wenn Sie genauer gucken würden, dann würden Sie auf einigen hier zum Beispiel, auf einigen der Detektoren auch ein Label kleben sehen, wo RWTH Aachen draufsteht. So, der Detektor, an dem wir beteiligt sind hier in Aachen, ist der CMS-Detektor. Der steht für Compact Muon Solenoid, nur damit Sie es mal gesehen haben, aber das will ich jetzt nicht weiter erklären. Ja, Aachen, das kennen Sie. Sie kennen auch vielleicht das Physikzentrum, Seffen Melaten, Campus Melaten in der Ecke. Und das Physikzentrum besteht natürlich eben auch aus verschiedenen Instituten. Und ich habe mal die aufgelistet, die hier jetzt wirklich Teilchenphysik machen. Das hat der Stahl ja eben auch schon erwähnt und Frau Staubitz. Das ist das erste Institut B, drittes A und drittes B. Das sind historische Bezeichnungen. Die sind halt so gewachsen. Und natürlich ganz wichtig, die theoretische Teilchenphysik hier repräsentiert durch Herrn Krämer. Und ich habe jetzt mal ein Institut, einfach weil ich da das Foto von meinem hatte, das sieht dann so aus. Sie sehen, das sind eine ganze Menge Leute und Sie können erahnen aus der Größe der Detektoren, dass wir natürlich wirklich sehr viele Leute brauchen, um das alles zu machen, auch um die Daten auszuwerten. Wir reden also in einem Experiment von mehreren tausend Leuten, die da drin sind und deswegen reicht es auch nicht nur einen Physiker auf die Bühne zu stellen, sondern das ist einfach nicht repräsentativ. Wir brauchen einfach mal mindestens drei, um Ihnen zu zeigen, dass man das nicht alleine machen kann. Gut, das sind ein paar Beiträge aus Aachen zum Bau des Detektors, des CMS-Detektors. Das will ich jetzt auch nicht im Detail erklären. Das sind alles Geräte, mit denen man dann erkennen kann, ob da geladene Teilchen durchgeflogen sind. Da gibt es einen äußeren Detektor, da haben wir Teile von diesen hier gebaut. Da kann man dann genau verfolgen, wenn ein Teilchen durchgeht. Das ist ein innerer Detektor. Sie sehen, das wird hier unter Reinraumbedingungen in Aachen zusammengebaut, wo man auch dann, wenn ein Teilchen durchfliegt, sehr genau die Spur verfolgen kann. Und schließlich auch ganz, ganz wichtig ist das Computing. Wir produzieren etwa pro Sekunde eine DVD voll Daten. Das muss man alles analysieren. Und dazu braucht man hier ein kleines Computercenter. Und Sie sehen, jeder Einschub hier, das ist im Grunde ein Computer mit mehreren CPUs. Auch das ist ganz wichtig. Ja, dann gibt es Leute, die sitzen auch mehr am Schreibtisch. Das sind einmal die theoretischen Physiker, die ich hier oben nur relativ kurz abgehandelt habe, weil ich mir nicht getraut habe, ein paar Formeln daraus zu kopieren aus dem Papier. Aber Sie sehen die drei Stichworte Higgs, Krämer und Aachen, ja, ein Papier von 2011. Da hat er also was Schönes ausgerechnet, was ich Ihnen jetzt nicht erklären kann und will. Und dann gibt es natürlich sehr viele, gerade auch jüngere Leute, das sind die Doktoranden und Masterstudenten, die dann Daten analysieren. Diese hier suchen nicht nach dem Higgs, die suchen nach anderer neuer Physik. Die finden wir dann vielleicht in 2-3 Jahren oder auch bald hoffentlich. Und die machen dann solche Analysen mit Histogrammen und so weiter. Die will ich auch nicht erklären. Ich wollte hier nur repräsentativ mal ein schönes buntes Bild dazu gestellt haben. Ja, das machen wir also schon seit einiger Zeit. Und dann ist eben ein wichtiger Tag zu nennen, der 4. Juli 2012. Das ist der CERN-Hörsaal. Der war also voll und darüber hinaus gab es also auch noch natürlich Videoübertragungen in die ganze Welt hinein. Und an diesem Tag wurden eben Beobachtungen vorgestellt, die zwei der großen, die
zwei großen Experimente am LHC-Beschleuniger gemacht haben. Also CMS ist das eine, Atlas heißt das andere Experiment. Und hier vorne stehen dann die Vertreter dieser Experimente, die das vorstellen. Hier ist auch der CERN-Direktor Heuer nochmal, der guckt natürlich auch zu. Und ganz zufällig ist auch Peter Higgs, der Erfinder von dem Higgs, dabei. Der sitzt hier ganz hinten, das können Sie nicht genau sehen, aber ich verspreche Ihnen, der war auch da. Der war natürlich auch ein bisschen interessiert an dem, was wir da jetzt nun gefunden haben. Gut. Was haben wir denn eigentlich gefunden? Ich muss jetzt bald wieder schon zum Schluss kommen. Ich habe dieses Ereignis schon gezeigt. Ereignis nennen wir so einen Kollisionsprozess, wo also hier die Protonen kommen, sich hier treffen. Und was hier rauskommt, ist dann hier vielleicht ein Higgs-Teilchen. Ich nenne das mal noch X als unbekanntes Teilchen. Und dieses unbekannte Teilchen zerfällt in zwei Photonen hier. Und das will ich jetzt auch weiter nicht genau erklären, aber daraus kann man dann zurückrechnen, dass hier irgendetwas war. Und man kann auch die Masse von dem Higgs-Teilchen selber bestimmen. Wir wissen nämlich auch nicht genau, wie schwer das Higgs-Teilchen ist. Das Higgs-Teilchen gibt also allen anderen Teilchen eine Masse, hat auch selber eine Masse und wir müssen diese Masse bestimmen. So, und jetzt zeige ich ein Bild, was ein bisschen komplizierter ist, das werden Sie aber auch verstehen können. Und zwar, was wir jetzt machen, wir suchen nach solchen Ereignissen, wo wir zwei solcher Photonen haben und wir kombinieren jetzt aus diesen beiden Photonen, die wir haben, kombinieren wir die Masse, das Gewicht dieses Mutterteilchens, das eben auf diese Weise zerfällt. Aber in ganz vielen Fällen bekommen wir zwar zwei Photonen, aber die sind gar nicht aus diesem neuen Teilchen, sondern die sind einfach zufällig da. Und deswegen gibt es einen großen Untergrund. Und das sieht man hier, gibt es jetzt eine Auftragung, die Anzahl der Kollisionsereignisse, die wir haben, als Funktion der Masse, die wir ausrechnen aus diesen beiden Photonen. Und das hier alles ist Untergrund, das ist alles völlig uninteressant. Aber, das haben wir eben in diesem Sommer gefunden, darüber hinaus gibt es eben diesen kleinen Pickel, also einen kleinen Überschuss gegenüber dem Untergrund. Und das ist das Neue. Das ist das, was uns also fasziniert, dieser kleine Pickel. Und das entspricht eben etwas Neuem, was wir bisher nicht haben. Es hat eine Masse von, in den Einheiten, in denen wir das ausdrücken, 125 GeV. Und das ist das Spannende. Und es ist offenbar was zu sehen, das erkennen Sie mit bloßem Auge. Und was es jetzt ist, das wissen wir natürlich noch nicht so ganz genau. Einige wissen es schon besser, Science, das ist ein wichtiges Wissenschaftsmagazin, die haben hier schon den Breakthrough of the Year verkündet, das Higgs-Boson. Also sie sagen nicht, dass wir es entdeckt haben, aber sie meinen es natürlich. Also ich bin da schon noch ein bisschen vorsichtiger. Und was wir jetzt eben machen müssen, ist, wir müssen dieses Teilchen noch genauer vermessen, um dann zu sagen, ist es das Higgs-Boson oder vielleicht was ganz anderes, was natürlich vielleicht sogar noch spannender wäre. So, kommen wir schon zur Zusammenfassung. Also das Higgs-Teilchen und die Suche am LHC. Das Urproblem sozusagen, was wir haben, ist, wie bekommen die Elementarteilchen Masse? Das müssen wir lösen, sonst verstehen wir im Grunde überhaupt nichts von der Teilchenphysik und vom Universum. Und deswegen haben wir unter anderem den LHC-Beschleuniger gebaut, eben um nach diesen neuen Teilchen zu suchen. Und ob wir es nun gefunden haben, das steht mal noch in den Sternen, aber auf jeden Fall haben wir was gefunden. Und es sieht tatsächlich so aus wie das Higgs. Es könnte es also durchaus sein, aber wir müssen vorsichtig sein. Aber wir werden jetzt noch mehr Daten analysieren und der LHC wird auch in den nächsten Jahren noch Daten nehmen, sodass wir das dann letztlich wirklich beantworten werden, diese Frage. Und wenn es denn nun wirklich das Higgs ist, dann ist es tatsächlich gar nicht so falsch, dass es eine Jahrhundertentdeckung ist, darf ich mal in aller Bescheidenheit sagen, weil es wirklich ein ganz neues Teilchen ist. Ein ganz neues Teilchen, was überhaupt nicht passt in das bisherige Schema von Teilchen. Ein Teilchen, was theoretisch vor 50 Jahren richtig dann vorausgesagt worden ist und was wir jetzt in der Zusammenarbeit mit Tausenden von Physikern weltweit in jahrzehntelanger Arbeit gefunden haben, das ist schon was Besonderes und wir haben dann wirklich, denke ich, dieses Prädikat verdient. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Herwecker. Gibt es zu diesem Teil schon erste Fragen? Das Ganze nennt sich ja Podiumsdiskussion hier heute, das heißt, Sie sind auch gefragt die ganze Zeit. Wir haben drei Menschen Mikrofonen im Saal, Sie müssen sich nur deutlich bemerkbar machen und hier schreien und dann kommen die zu Ihnen, damit wir Sie auch alle verstehen. Also fragen Sie, was Sie fragen wollen. Gibt es schon jetzt Fragen? Ja, bitteschön hier vorne. Ich wiederhole es mal, woher weiß man, dass das Higgs-Teilchen die Masse von 100, die Zahl weiß er? Ja, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, welche Masse es haben muss. Es könnte auch 25 GeV haben oder 127 GeV oder 111 GeV, das ist alles nicht klar. Was wir bisher gemacht haben in früheren Experimenten, haben wir die leichteren
schon ausgeschlossen. Wir wissen also schon, es kann nicht leichter als 100 GeV Masse haben, sonst hätten wir es schon gefunden. Wir wissen also a priori die Masse nicht. Die Theoretiker können das nicht vorhersagen, auch Herr Krämer nicht. Aber da wir... Da reden wir gleich mal drüber. Knapp, also ist knapp. Ja. Aber weil wir diesen Pickel nun gerade hier gefunden haben, wo nämlich 125 GeV auf der Skala steht, deshalb sagen wir jetzt, das hat diese Masse von 125 GeV. Aber vorher wussten wir das nicht, wo dieser Pickel auftauchen würde. Dahinter ist direkt noch eine Frage, ja? Haben wir irgendwo ein Mikrofon? Da kommt er schon. Es gibt unterschiedliche Massefenster, zumindest in der Theorie. Wie hat man die bestimmt und wieso kommen Sie gerade auf die 125 GeV? Vielleicht können Sie erst mal sagen, was ein Massefenster ist, bevor wir... Ja, die stellen das auch fest, die wissen eine Menge, aber Massefenster. Ja, warum gibt es mehrere? Und also zunächst, es ist ein experimentelles Ergebnis, er hat ja schon erwähnt, die Theorie auch... Peter Higgs mit all seinen Klimmzügen, theoretischen Tricks, war nicht in der Lage zu sagen, wie schwer es ist. Und da geht man nun als Experimentalphysiker zunächst einmal her und sagt, es kann irgendeine Masse haben. Ja? Und dann fängt man an zu suchen. Und dann gibt es bestimmte Bereiche in der Masse, wo es einfacher ist zu suchen und solche, wo es schwieriger ist. Und in den Bereichen, wo es einfacher ist, wissen wir schon seit längerem, dass es kein Higgs-Boson gibt. Dass wir also da sozusagen Stellen im Massenbereich haben, wo es nicht sein kann. Und das, wo es noch sein kann zwischendrin, das nennen wir die Massenfenster. Ja? Und die machen wir jetzt Stückchen für Stückchen zu. Und in einem Massenfenster haben wir jetzt tatsächlich was gefunden. Ja? Sind noch weitere offen, es könnte noch mehr kommen. Kann ich da noch was ergänzen? Ja, Herr Krämer, bitte. Also ich kann die Masse auch nicht ausrechnen. Okay, aber... das Higgs ist ja deshalb eigentlich so ein wichtiger Teil dessen, was wir hier betreiben, weil man das Higgs nicht einfach aus dem Modell rausnehmen kann. Ich kann nicht sagen, okay, das Standardmodell funktioniert prima, lassen wir das Higgs doch mal weg, dann würde alles inkonsistent. Und aus dieser Bedingung, dass das Modell oder die Theorie einfach in sich konsistent sein muss, kann ich sagen, dass das Higgs-Boson nicht schwerer als ungefähr ein Teraelektronenvolt sein darf. Dann funktioniert einfach gar nichts mehr. Ne? Das heißt, wir haben schon a priori eine Idee, das Higgs muss irgendwo zwischen 100 GeV und einem TeV sitzen. Ne? Und den Bereich kann man dann am LHC eben systematisch absuchen. Und an jedem Punkt in diesem Massenbereich weiß man genau, wie sie es eigentlich verhalten müsste. Man kann also ganz spezifisch überlegen, wie suche ich jetzt in diesem Bereich am besten, welche Kanäle, welche Zerfälle schaue ich mir an und so weiter. Also es gibt natürlich keine wirklich präzise Vorhersage im Standardmodell, aber es gibt einen gewissen Bereich, der theoretisch Sinn macht und darüber hinaus würde das gar nicht funktionieren. Da, schon Fragen. Sie sagen, wenn die Herren zu hoch einsteigen, ne, und wir erstmal was anderes erklären müssen. Vielleicht fangen wir auch erstmal da an. Wieso glaubte man denn überhaupt, dass es dieses Higgs-Teilchen geben muss? Das hat man ja offenbar berechnet. Das glaubte niemand. Das glaubte niemand. Ich glaube es immer noch nicht irgendwie. Es ist... Ich meine, da setzt sich ein Physiker hin und überlegt, ach, da müsste ja irgendwo noch was sein. Also es hat Herr Hebecker wunderbar gesagt, ohne das Higgs-Teilchen haben die elementaren Teilchen keine Masse und es gäbe keine Welt. Also es gäbe keine Atome, es gäbe keine Moleküle, es gäbe nichts, es gäbe schon was, aber es gäbe nicht uns und vieles andere. Und dieser Higgs-Mechanismus ist eigentlich das einfachste Modell, das man hinschreiben kann, um diese Masse zumindest in die Theorie einzubauen. Hat man nicht verstanden, warum die Massen so sind, wie sie sind. Und trotzdem, man kann sie zumindest in die Theorie einbauen, ohne dass die Theorie inkonsistent wird. Und das war schon ein ganz großer Schritt. Aber so richtig verstanden, wie das funktioniert mit der Masse, haben wir immer noch nicht, selbst wenn wir dieses Higgs-Teilchen jetzt gefunden haben. Also wir wissen noch nicht, warum das Elektron so leicht ist und das Top-Quark so schwer ist. Das sagt die Theorie überhaupt nicht voraus. Deshalb ist es eigentlich immer noch aus theoretischer Sicht Rätsel, wie das wirklich funktioniert. Und wir kennen diese Art von Mechanismus aus anderen Bereichen der Physik. Da funktioniert das aber immer in einer Art und Weise, die man tatsächlich berechnen kann und nicht so ad hoc wie das, was wir jetzt hier offenbar sehen. Deshalb ist es für uns Theoretiker immer noch ein großes Fragezeichen, was dahinter steckt. Und wir hoffen, dass wir das im Laufe der Jahre noch besser verstehen können. Es hat ja schon ziemlich lange gedauert, Herr Stahl. Warum hat das denn so lange gedauert? Ich meine, von 64 bis jetzt denkt man, mein Gott... Was haben die gemacht? Also, was ich 64 gemacht habe, weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber darf ich nur einen Schritt zurückgehen? Ja, können Sie gerne. Ja. Ich glaube,
es ist schon mal ein bisschen angedeutet worden, aber dieses Higgs-Modell ist eine völlig absurde Idee. Das ist eigentlich völlig, völlig unglaublich, dass da was dran ist. Eigentlich ist es so, dass wir nur danach gesucht haben, weil den Theoretikern nichts Besseres eingefallen ist. Das ist Langeweile. Ja, irgendwie ist das Verzweiflung. Verzweiflung. Das ist das Einzige, was die irgendwie hinbekommen haben. Und ich finde, das kann man das so. Das ist ein tolles Bild, lassen, was Sie hier von der Physik zeichnen. Ja. Erkenntnis aus Verzweiflung. Ja. Umso überraschender ist es, dass das soll, dass es dieses Teilchen tatsächlich gibt. Also ich frage da gleich nochmal nach. Ja, halt der Herr. Ich habe Ihnen ja am Anfang da kurz gezeigt, diese Publikation von Herrn Higgs. Und wenn man die mal liest, dann muss man auch Zweifel haben, ob Herr Higgs das eigentlich schon so gesehen hat, dass es dieses Teilchen geben muss. Da steht zwar drin, da müsste es irgendwas Massives geben, steht aber nur in so einem halben Satz drin und wird dann auch nicht wieder wirklich aufgegriffen. Das heißt, er hat, glaube ich, selber auch gar nicht erkannt, was für eine weitreichende Vorhersage er da wirklich mit gemacht hat. Und ob er selber da 1964 jetzt geglaubt hat, dass wir als Teilchenphysiker jetzt wirklich so ein Ding finden, was das alles erklärt, da habe ich selber meine Zweifel. Aber trotzdem hat sich ja die gesamte Physikelite auf den Weg gemacht, um das Ding zu suchen. Das ist ja schon komisch, oder? Wie Herr Stahl sagte, weil wir keine andere Möglichkeit gesehen haben, diese sonst sehr gut funktionierende Theorie eben mit den Massen zusammenzubringen. Mhm. Und deswegen haben wir danach gesucht. Es gab schon auch zwischendurch, das muss Herr Krämer sagen, auch andere Vorschläge, wie man das vielleicht machen kann. Aber das ist eher noch obskurer, sage ich mal vorsichtig. Und deswegen war das Higgs-Modell das einfachste sozusagen, mit dem man alles machen kann. Mhm. Sie wollten da noch was ergänzen. Also ich wollte eine Sache noch zu dieser Bemerkung in diesem Papier sagen. Das ist eine ganz nette Anekdote. Also das Paper, das der Peter Higgs geschrieben hat, das ist zuerst mal abgelehnt worden von dem Journal. War offenbar nicht interessant genug. Und dann hat er so ein paar Sachen ergänzt, unter anderem dieser Satz, da gibt es dann auch noch ein Teilchen, dann ist es akzeptiert worden und das hat dann auch gut funktioniert. Das stimmt, wir haben ganz viele andere Sachen versucht in der Zwischenzeit und diese Higgs-Suche begann ja auch nicht 1964 und 1964 hat das niemand ernst genommen. Das begann ja erst irgendwie in den 80er Jahren, dass man geglaubt hat, dass da überhaupt was dran sein könnte. Aber wir haben viele andere Sachen versucht, also wir, nicht unbedingt ich persönlich, aber im Laufe der Jahrzehnte sind viele Alternativen vorgeschlagen worden und am Ende sind alle am Experiment gescheitert, das muss man auch sagen. Ja, es gab viele gute Ideen, viel, denke ich, natürlichere Ideen, aber keine dieser Ideen hat den experimentellen Test bestanden. Ja, also Lab insbesondere hat viele von diesen Modellen einfach ausgeschlossen und deshalb sind wir jetzt hier bei diesem komischen Higgs-Mechanismus gelandet. Vielleicht können wir da, gibt es Fragen schon? Ja, bitteschön. Wenn das Higgs-Teilchen ja eine Masse hat, eine Masse oder 25 Kilogramm. Und es soll verantwortlich sein, den Mechanismus zu machen, den Teilchen eine Masse zu verlangen. Ja, wir wiederholen das nochmal. Sind Sie so nett, das nochmal nach? Wenn das Higgs-Teilchen ja selbst eine Masse hat schon und es soll dazu dienen oder irgendwie eingebunden sein in den Prozess, den Elementarteilchen ihre Masse zu verleihen. Woher hat es denn selbst seine Masse? Also wie macht dieser Higgs-Mechanismus, gibt er dem Teilchen Masse quasi? Ja. Super gute Frage. Ja, dann mal los. Weil eigentlich gibt das Higgs-Teilchen niemandem Masse. Ja? Das Higgs-Feld ist das Eigentliche. Das Feld ist halt was Kompliziertes, deshalb sagt man, wenn man mit Journalisten redet, oft, das ist das. Okay. Das war nur ein Spaß. Menschen minderer Intelligenz, ja klar. Das ist das Higgs-Feld, ne? Das Higgs-Feld ist etwas, das ist völlig abstrakt und auch ganz komisch, ist etwas, das alles erfüllt. Ja, also der ganze Raum, das ganze Universum ist von einem Feld erfüllt und das hat witzigerweise eben nicht den Wert Null im Mittel, sondern es hat einen konstanten Wert. Ein Wert, der überall gleich ist und ein Wert, der sich zeitlich nicht ändert. Und es ist dieses Feld eigentlich, das diesen Teilchen die Masse gibt, dem Elektron, dem W-Boson, dem Top-Quark und das Higgs-Boson ist eine Art Anregung des Feldes. Das ist ganz schwierig zu erklären, finde ich auch. Da können Sie sich vorstellen, es ist wie so ein See und das Wasser ist das Feld und dann schmeißen Sie da so einen Stein rein und dann gibt es Wellen. Und diese Wellen, das ist das, was das Higgs-Teilchen dann ist. Ne? Von daher sind wir gar nicht so sehr am Higgs-Teilchen interessiert, sondern wir sind eigentlich daran interessiert, dieses Feld zu verstehen. Und das Higgs ist sozusagen unser Weg, um an das Feld ranzukommen.
Und Masse geben tut das Feld und nicht das Higgs-Teilchen selbst. Also diese Erklärung mit, es kommt ein Gerücht in einen Raum und die Journalisten scharen sich alle drumherum und dann nimmt das auf, das ist Quatsch zum Beispiel. Nee, in diesem Bild, das Sie meinen, sind ja, die Menschen sind das Feld und nicht das Higgs-Teilchen selbst. Das ist wirklich das Feld. Ne? Das Feld sorgt dafür, dass die Teilchen Masse haben und das ist nicht das Higgs-Teilchen selbst. Vielleicht sollte man nochmal erklären, was ein Feld ist. Damit meinen wir sowas wie ein elektrisches Feld oder Magnetfeld. Wir wissen, die Erde hat ein Magnetfeld, wir sitzen in diesem Magnetfeld drin, das tut uns weiter nicht weh. Es gibt auch elektrische Felder überall und so gibt es auch ein Higgsfeld. Und Sie müssen sich jetzt vorstellen, hier gibt es auch überall ein Higgsfeld, Sie sitzen auch mit drin und dadurch, dass Sie in diesem Higgsfeld drin sitzen, bekommen Ihre Konstituenten, also die Teilchen, aus denen Sie bestehen, jetzt effektiv so eine Masse. Haben wir das verstanden oder? Naja. Das versteht man auch nie, man gewöhnt sich einfach dran. Das also, ist, okay. Man gewöhnt sich einfach dran. Alles klar. Also es gibt keine bessere Erklärung dafür. Ja, das ist die richtige Erklärung. Das sehe ich. Alles klar. Kommt das deshalb auch, dass der Generaldirektor Rolf-Dieter Heuer ja gesagt hat an diesem Tag, wenn ich jetzt ein Laie wäre, würde ich sagen, ich habe es, aber was haben wir eigentlich? Also der war ja auch irgendwie zwar zu Tränen gerührt, aber auch irgendwie wieder frustriert, weil er nicht so genau weiß, was er hat. Weiß man nicht so genau, was man hat. Also ich denke nicht, er war frustriert, er war sicher überglücklich, aber er ist einfach vorsichtig, wie sich das auch gehört. Wenn wir das nicht wirklich wissen, dann reden wir auch nicht über das Higgs. Wir sagen, so publizieren wir das auch ganz vorsichtig, wir sagen Observation of a 125 GeV State. Damit wollen wir sagen, wir haben bei 125 GeV bei diesem Massenwert, den ich da eben gezeigt habe, haben wir irgendwas gefunden. Und wir sagen auch, dass wir das gefunden haben bei der Suche nach dem Higgs, aber ob das Higgs war, wissen wir eben noch nicht. Und ganz korrekt sagt der CERN-Direktor, das müssen wir eben noch weiter untersuchen. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Rechtfertigung, um den LHC-Beschleuniger weiter zu betreiben. Was, ganz geschickter Schachzug. Was muss denn passieren, Herr Professor Stahl, jetzt noch, um vielleicht dann das Higgs wirklich zu beweisen? Wir haben ja jetzt viel gemeckert über dieses Higgs-Modell, ne? Aber man muss ihm eines zugute halten. Wenn man mal von der Masse selbst absieht, ist praktisch, sagt es, dieses Modell, diese Theorie, jede weitere Eigenschaft dieses Higgs-Bosons exakt vorher. Ja, also das ist ganz klar, wenn man die Masse jetzt mal hat, kann man genau alles andere ausrechnen. Zum Beispiel, ich hatte vorhin schon erwähnt, dass das Teilchen nicht stabil ist, sondern zerfällt und auf viele, viele unterschiedliche Art und Weisen zerfallen kann. Und das mit dem Higgs-Modell kann man ganz genau ausrechnen, wie oft jede Zerfallsmöglichkeit vorkommen muss. Ja? Und das müssen wir jetzt nachmessen. Ja, also dieses genau nachzählen, stimmt das, so wie das Modell das vorhersagt? Wenn man das mit einer Genauigkeit macht, die einen so weit überzeugt, dass das kein Zufall mehr sein kann, dass da die richtigen Zahlen rauskommen, dann weiß man eigentlich, dass es das Higgs-Teilchen sein muss. In welchem Umfang muss man sich das vorstellen? Jetzt hat es gut 50 Jahre gedauert, dauert es nochmal so lang? Oder machen wir jetzt irgendwie so 100 Versuche, 1000 Versuche? Was braucht man da, um sich das vorzustellen einfach? Also was muss man jetzt tun? Also die Frage, die Sie vorhin gestellt haben, warum hat es so lange gedauert, kann man ganz einfach erklären. Man muss sich nur mal diesen LHC-Beschleuniger anschauen. Den hat man vor 50 Jahren, konnte man den einfach nicht bauen. Mhm. Und man braucht so einen riesigen Beschleuniger, sonst kann man diese Higgs-Teilchen nicht machen. Das war einfach, der Technologiefortschritt war nötig, damit man diese Experimente überhaupt machen zu können. So, jetzt haben wir im Moment etwa 100 von diesen Higgs-Bosonen nachgewiesen in 5 Hauptklassen von Zerfällen. Das heißt 20 pro Zerfallsklasse. Ja? Und das ist noch nicht genügend, um zu sagen, dass die Verhältnisse von wie oft das vorkommt, zu dem vorkommt, die sind so, wie das Modell vorhergesagt hat. Dafür braucht man einfach mehr. Man muss länger messen, länger Daten sammeln, dann hat man mehr. Jetzt mittlerweile mit den Daten, die wir jetzt gesammelt haben, bis Weihnachten letztes Jahr sind wir gelaufen, dürften es jetzt so ungefähr 300 bis 400 sein. Und das, glauben wir, ist genügend, um für diese 5 Klassen wenigstens sagen zu können, das passt zum Higgs-Modell oder das passt nicht. Das heißt, wenn rauskommt, dass es passt, dann denke ich, haben wir das Wichtigste geschafft. Dort hinten ist eine Frage. Eben wurde dieses Higgs-Feld erwähnt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dieses Feld auch zu messen? Weil bis jetzt hat man ja quasi nur die Teilchen gemessen. Wer möchte? Also die
die Methode, mit der wir das Higgs-Feld sehen, ist praktisch dieses Higgs-Teilchen. Das ist unser Zugang zum Higgs-Feld. Sonst können wir das nicht mit einem Voltmeter oder mit einer Kompassnadel messen wie andere Felder. Das ist also das Einzige, was wir sozusagen konkret in unserem Experiment sehen, ist das Higgs-Teilchen. Mhm. Ist das? Zu dem Higgs-Feld hätten Sie gerne noch ein bisschen mehr erklärt. Wir nur messen können mit dem Teilchen oder durch das Teilchen. Ich glaube, das will Herr Krämer beantworten. Der sieht nicht so aus. Ich habe ja mit diesem Feld angefangen, ich hätte da gar nichts sagen sollen. Das ist wirklich kompliziert. Das Feld. In einer Vorlesung würde man sagen, das ist ja trivial. Vielleicht kann es einer Ihrer Studenten erklären, oder? Wahrscheinlich besser, ja. Ja, bestimmt. Elektrischen Feldes an oder des magnetischen Feldes. Gibt es ein analoge Beschreibung des Higgs-Feldes? Ähnlich wie das elektrische Feld, meinst du? Ein Zustand im Raum, bei dem auf elektrische Ladungen Kräfte ausgeübt werden. Ja, den einzigen Effekt, den das Higgs-Feld hat, ist, es gibt elementaren Teilchen ihrer Masse. Ja, das ist einfach so. Und von daher ist es schwierig, das direkt nachzuprüfen. Wir können sagen, indem wir die Masse messen, lernen wir über das Feld, aber das ist nicht ganz richtig, weil die eigentlichen Werte der Massen werden nicht vorhergesagt von der Theorie. Das sind Parameter, die wir aus dem Experiment kennen. Wir sagen, ja, okay, das passt. Aber wirklich vorhersagen können wir das nicht. Und ansonsten ist dieses Feld und die Art und Weise, wie das Feld funktioniert, auch sehr ad hoc in die Theorie eingebaut. Und wir haben wenig an der Hand, außer wirklich dieses Higgs-Teilchen zu finden. Und das hatte ja auch Herr Stahl gerade gesagt. Im Prinzip sind dann die Eigenschaften dieses Higgs-Teilchens sozusagen für uns der Test, ob die Idee über das Higgs-Feld die richtige Idee ist. Ja, aber wir haben keine Möglichkeit, da direkt ranzukommen. Wenn man das ausschalten würde, wenn man das ein- und ausschalten könnte, würden plötzlich alle Massen der elementaren Teilchen weggehen, das würden wir schon merken, aber das geht eben nicht. In diesem Higgs-Teilchen können wir nicht rumspielen, das ist so, wie es ist, das ist von der Natur so genau vorgegeben und da haben wir gar keine Möglichkeit, was dran zu machen. Also wir müssen wirklich indirekt über das Higgs-Teilchen dran. Welche Eigenschaften außer der Masse hat das Higgs-Teilchen denn sonst noch? Das Higgs-Teilchen oder das Feld? Das Feld. Mhm. Erstmal das Teilchen, was man verifizieren kann im Beschleuniger. Also welche Eigenschaften hat das Higgs-Teilchen sonst noch? Ja. Soll ich dazu was sagen? Also eine ganz wichtige Eigenschaft ist, es hat keinen Drehimpuls. Das ist deshalb so wichtig, weil die anderen Teilchen, die wir kennen, haben einen Drehimpuls. Das heißt, das sind so für uns kleine Kreisel, die sich um sich selbst drehen. Das gilt sowohl für die Elektronen als auch für die Photonen zum Beispiel. Und das ist eben eines der ganz fundamentalen neuen Eigenschaften. Hier haben wir ein Teilchen, das keinen Drehimpuls hat. Ein fundamentales Teilchen ohne Drehimpuls. Das versuchen wir auch gerade zu messen, ob das genau stimmt. Aber da ist die Messgenauigkeit eben auch noch nicht, oder die Statistik sozusagen noch nicht ausreichend. Wir haben noch nicht genug Ereignisse, um das wirklich sagen zu können. Das ist alles kompatibel mit der Vorstellung, aber wir wissen es halt noch nicht genau. Andere Eigenschaften, wenn Sie weiter, ist die Lebensdauer, ist auf jeden Fall sehr kurzlebig, deswegen sehen wir praktisch das Teilchen nicht, sondern nur die Zerfallsprodukte. Aber auch das kann man indirekt nachmessen und überprüfen, das müssen wir alles noch machen. Also wir haben schon noch was zu tun. Ja, ist da auch noch jemand? Bitte. Vielleicht nochmal zurück zu dem Feld. Ich habe das, jetzt folgendermaßen verstanden. Das Problem ist, also ein Teilchen bekommt irgendwoher seine Masse oder muss irgendwoher seine Masse erhalten. Wir wissen jetzt, so interpretiere ich sie jetzt, wir wissen nicht wie, aber dieses X eben, oder dieses Fragezeichen, das nennen wir mal Feld. Das heißt, ich gebe etwas als eine Erklärung aus, was im Grunde gar keine Erklärung ist, sondern ich sag mal einfach ein Ersatz. So habe ich das verstanden. Ist,
ist auch ein guter Kommentar, aber es ist nicht richtig. Das hat, Herr Becker auch schon gesagt. Wenn wir diese Erklärung Higgs-Feld wegnehmen, dann haben wir gar keine Möglichkeit, Massen in diese Theorie überhaupt einzubauen, ohne dass uns die Theorie um die Ohren fliegt. Na, das ist also die einzige Möglichkeit, die wir kennen, wie man überhaupt diese Masse einbauen kann auf eine mathematisch konsistente Weise. Und da bringt uns das natürlich schon einen Schritt weiter. Ja? Wir wissen überhaupt, dass wir Massen mit dieser Theorie beschreiben können. Ohne das Feld könnten wir das gar nicht. Ja? Also, Sie meinen, es könnte auch was anderes sein als ein Feld? Ich bleibe dabei und es wird etwas als eine Erklärung, es muss etwas als eine vermeintliche Erklärung jetzt herhalten, um einfach ruhig schlafen zu können und die Theorie weiter aufrechterhalten zu können. So verstehe ich das jetzt mit dem Gedanken, ich betone, mit dem Gedanken Feld. Ich glaube, das ist eher eine grundsätzliche Frage. Es ist die Frage, gehen Sie von dem aus, was wir als experimentelle Tatsachen kennen, und sagen Sie, aus den experimentellen Tatsachen heraus muss ich jetzt die Erklärung erschließen können. Dann haben Sie recht, bis zu einem gewissen Maße. Aber eigentlich funktioniert die Physik andersherum. Man baut Modelle. Dieses Modell enthält die vollständige Erklärung. Leider nicht immer in anschaulichen Sätzen, sondern leider in der Sprache der Mathematik für so eine Veranstaltung. Aber die vollständige Erklärung ist da. So ein Modell macht gewisse Vorhersagen. Und diese Vorhersagen testen wir. Und solange die Tests positiv ausgehen, sagen wir, das ist die richtige Erklärung. So funktioniert Wissenschaft. Und in diesem Sinne ist es eine Erklärung. Wenn Sie aber von den rein experimentellen Fakten herkommen und sagen, Sie wollen es deduzieren, durch Deduktion aus den experimentellen Fakten ableiten, gebe ich Ihnen recht. Da haben wir nicht genügend. Da vorne war eine Frage. Ja, zwei Fragen hätte ich gerne. Einmal, welche Beziehung hat das bisschen näher ran, dann welche Beziehung hat das Higgs-Teilchen zu den drei Familien des Standardmodells der Teilchenphysik? Also hat es zum Beispiel ein Antiteilchen, ja? Also gibt es zum Beispiel für Antimaterie ein Anti-Higgs? Die erste und die zweite Frage: Welche Beziehung gibt es zwischen Higgs-Feld und Gravitationsfeld? Soll ich dazu was sagen? Also nur zu. Sie haben schon gesagt, es gibt mehrere verschiedene Sorten von Elementarteilchen, also Elektronen, Quarks, und davon gibt es noch verschiedene Varianten. Und es gibt nur ein Higgs, es gibt da keinen Higgs für verschiedene Teilchen, also ein Higgs gibt denen alle eine Masse. Muss man auch selbstkritisch sagen, dieses Higgs-Modell erlaubt uns, dass diese Teilchen eine Masse haben. Das Higgs-Modell kann uns nicht erklären, hat Herr Krämer, glaube ich, auch schon gesagt, wie groß die Masse ist. Und insbesondere auch nicht erklären, warum verschiedene Elementarteilchen wie Elektronen und Quarks unterschiedliche Massen haben. Ja? Es ist gerade so gemacht, dass wir die Massen irgendwie tolerieren können, aber wir können sie nicht vorhersagen. Das heißt, es gibt auch auf der theoretischen Seite noch was zu tun. Im Grunde möchten wir in der Lage sein, auszurechnen, wie schwer das Elektron ist, wie schwer das eine Quark und das andere Quark ist und auch vielleicht, wie schwer das Higgs ist, aber das können wir nicht. Antimaterie, ja, Antimaterie gibt es auch und die Antimaterie kriegt die Masse genauso wie die Materie über das Higgs. Das Anti-Higgs und das Higgs ist dasselbe Teilchen. Es gibt Fälle, wo das Teilchen und das Antimaterie-Teilchen identisch sind und das ist ein solcher Fall. Higgs-Feld und Gravitationsfeld war noch das letzte, ja? Keine Ahnung, ein ungeklärtes Problem. Wie die Gravitation da reinspielt, wissen wir nicht. Bitte schön, da hinten war auch eine Frage. Es wird ja immer über das Higgs-Teilchen geredet. Weiß man, in welcher Häufigkeit die denn vorkommen? Diese Higgs-Teilchen, muss man sich das vorstellen, dass sie in jedem Proton enthalten sind? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich stelle mir das so vor, dass es die normalerweise nicht gibt, weil sie eben ganz kurzlebig sind. Das heißt, ist meine zweite Frage. Man redet auch immer von Zerfallen, aber wie entsteht denn eins? Ja, vielleicht lassen Sie mich mal anfangen. Also wir brauchen, erstmal ist das Higgs ein relativ schweres Teilchen. Wir brauchen sehr viel Energie, um das überhaupt erzeugen zu können. Einfach
aus Gründen der Energieerhaltung. So, wo kriegt man viel Energie her? Ganz viel Energie gab es im ganz frühen Universum, als es eben diese, ich habe gesagt, heiße Ursuppe gab und die war wirklich sehr heiß, sodass die Teilchen mit sehr hoher Geschwindigkeit da geflogen sind und dann auch kollidiert sind und dann konnte man mal einen Higgs erzeugen. Es ist aber dann auch sofort wieder verschwunden. Das heißt, das Universum enthält eigentlich heute keine Higgs-Teilchen. So, und wenn wir jetzt sozusagen nachvollziehen wollen, was im frühen Universum passiert ist, müssen wir wieder ganz hohe Energien haben, um das Higgs zu erzeugen. Und das macht uns dieser LHC-Beschleuniger. Er schießt Protonen mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit, fast Lichtgeschwindigkeit aufeinander. Und das liefert uns die Energie, die wir brauchen, um das Higgs zu erzeugen. Und was letztlich passiert ist, können Sie sich, ja, in dem Proton gibt es halt Quarks und Gluonen noch als andere Teilchen, die kollidieren dann miteinander und da entsteht das Higgs, aber zerfällt sofort wieder. Dieses Feld, von dem Sie gesprochen haben, das wurde kurz nach dem Urknall schon aufgebaut und wirkt bis heute, oder wie? Das Feld ist überall seit ewigen Zeiten da und wird auch immer so bleiben, wenn diese Vorstellung richtig ist. Ja, meine Frage schließt, ist teilweise schon beantwortet. Ich wollte fragen, wenn das Higgs-Teilchen so kurzlebig ist, dann müssen ja laufend neue entstehen, damit noch welche da sind. Also man muss das Feld unterscheiden. Das Feld ist überall, aber Herr Krämer hat ja schon erklärt, das Higgs-Teilchen ist so etwas wie die Anregung des Feldes und das Feld ist in der Regel nicht angeregt. Um neue Higgs-Teilchen zu machen, müssen Sie Energie in das Feld reinstecken, müssen es neu anregen und das ist etwas, was eben heute praktisch nur noch, also im Beschleuniger oder an einigen ausgesuchten Ecken des Universums, wo gerade sehr vehemente Dinge passieren, noch passiert. Danke. Dort hinten war noch eine Frage. Wenn Sie jetzt sagen, dass Higgs, dass diese Higgs-Teilchen regen das Feld an, ist das Feld ja ursprünglich nicht angeregt, gibt aber trotzdem den Elementarteilchen die Masse. Was verändert diese Anregung an dem Feld bzw. an der Auswirkung des Feldes auf die Massen? Soll ich vielleicht nochmal was? Es ist ja nicht so, dass, ich glaube, Sie haben das vielleicht nicht ganz so formuliert, wie ich es formuliert hätte. Also ich glaube nicht, dass das Higgs das Feld anregt, sondern das Higgs ist die Anregung des Feldes. Wenn ich mal längere Vorträge halte, was ich natürlich hier nicht darf, dann erkläre ich das, versuche ich das mit einem elektrischen Feld zu erklären, mit einer Analogie. Wenn Sie ein statisches elektrisches Feld haben, also eins, was sich nicht ändert, einfach eine konstante Feldstärke, ein großer Plattenkondensator oder sowas, dann haben wir eben ein Feld und sonst nichts. Und wenn wir jetzt an dem Feld wackeln, zum Beispiel mit einer Ladung da reingehen und die Ladung hin und her bewegen, wie man das zum Beispiel macht in einer Radioantenne, wo eben elektrische Ladungen hin und her sich bewegen, dann erzeugen wir elektromagnetische Wellen. Und das heißt in unserer Sprache, wir erzeugen Photonen, Lichtteilchen, die abgestrahlt werden. Das heißt, die Lichtteilchen, die Photonen sind sozusagen die Anregung des elektrischen Feldes. Und im ähnlichen Sinne ist dann das Higgs-Teilchen die Anregung des Higgs-Feldes. Ich gucke mal, ob Herr Krämer dem zustimmt. Das hätte ich nicht besser sagen können. Das ist, da hinten war eine Frage. Ich bin nur Laie, kein Physiker. Ich habe aber ein Problem mit der heutigen Physik, muss ich sagen. In den 30er Jahren war die Physik irgendwie wunderschön. Diese Leute von Einstein, die ein Weltbild geschaffen haben. Und jetzt fällt auf, dass sehr viele Teilchen entdeckt worden sind. Ich glaube, es sind 1000. Und ja, sagen wir mal sehr viele. Und dann wurde mir gesagt, dass einige der Teilchen mehr so ein bisschen als Entschuldigung dienen. Also wenn zum Beispiel irgendwo Energie fehlt, dann muss man ein Neutrino annehmen, die man auch nicht immer in der vorhergesagten Weise messen kann. Und dann sagt man, naja, es gibt noch andere Neutrinos, die da hineinfallen. Also die aktuelle Theorie reagiert immer auf die Experimente und justiert nach. Und wenn man heute zum Beispiel das Higgs-Teilchen entdecken würde, dann bringt das mein Verständnis irgendwie gar nicht weiter. Also ich weiß immer noch nicht, wie Gravitation oder Masse funktioniert, sondern nur, dass jetzt eben einer Kraft ein Teilchen zugeordnet werden kann, wie im Elektromagnetismus. Aber wir verstehen trotzdem nicht mehr. Und das, finde ich, ist irgendwie ein Problem.
Also bringt uns dieses Higgs-Teilchen gar nichts, also Herr Professor. Ich wollte nochmal eingehen auf die 1000 Teilchen, die Sie genannt haben, die wir haben. Gucken Sie mal ins Periodensystem der Chemiker, da gibt es sowas wie 100 Elemente. Und die letzten 80 wurden alle nachgewiesen, wie sie vorhergesagt waren. Und hier überraschen immer wieder Teilchen. Oh, hier ist ja noch eins und oh, hier ist noch eins. Nee, lassen Sie mich mal eben ausreden, das ist eben nicht so. Sehen Sie, in der Chemie ist es relativ kompliziert. Sie haben 100 Elemente noch mit Varianten, verschiedenen Isotopen und so weiter. Die Teilchenphysik ist viel einfacher. Deswegen kommen ja die ganzen Studenten auch zur Teilchenphysik. Weil es, ja, und deswegen sind wir ja auch Teilchenphysiker hier. Es gibt nämlich nicht so viele. Es gibt 6 verschiedene, was wir Leptonen nennen, das Elektron und Verwandte. Und es gibt 6 verschiedene Quarks, die wir haben. Und das ist es. Es ist ein sehr einfaches, übersichtliches Modell. Können Sie auf ein Blatt schreiben und ist alles gesagt. Es ist also nicht so, dass wir dauernd irgendwelche obskuren weiteren Teilchen finden. Tatsächlich, wenn man so will, ist nach dem Top-Quark, das ist der 6. Quark, was wir vor jetzt inzwischen auch 15 Jahren gefunden haben, das jetzt das erste, was wir an fundamentalen Teilchen finden. Und es ist nicht so, dass das also so ein Wust von vielen unverstandenen, unabhängigen Teilchen ist. Da gibt es ein ganz klares Schema und da passen die wunderbar rein. Deswegen ist es nicht kompliziert. Also in dem Punkt muss ich Ihnen widersprechen. Aber zu dem anderen Punkt gleich noch. Sie sagen, es gibt noch ganz viele Dinge, die wir nicht verstanden haben. Ja, haben Sie recht. Aber die Aussage... Was bringt uns das Higgs-Teilchen denn jetzt überhaupt? Können Sie dazu was sagen? Also, was haben wir Menschen davon? Also ich glaube, der ganz wesentliche Punkt ist daran, dass wir die Kräfte besser verstehen. Wir haben ein Modell gebaut, wie Kräfte funktionieren. Ein einheitliches Modell, das leider nur 3 von den 4 Kräften, die es in der Welt gibt, erklärt. Aber immerhin diese 3 Kräfte erklärt es in einem einheitlichen, konsistenten Bild. Und dieses Bild, dieses Modell funktioniert eben nur mit dem Higgs. Das ist der große Fortschritt, der uns die Higgs-Entdeckung gebracht hat, dass wir dieses Prinzip, wir haben das Prinzip entdeckt, nachdem man, wir verstehen über die Kräfte viel mehr als über die Teilchen und deren Massen, nachdem man aus den Ladungen der Teilchen ausrechnen kann, was es in dem Universum für Kräfte geben muss und wie die auszusehen haben. Das ist der große Fortschritt. Und dann haben Sie noch was zu den Neutrinos vorhin gesagt. Ich habe neben diesem Experiment in LHC auch ein paar Experimente, die sich mit Neutrinos beschäftigen. Ich muss Ihnen widersprechen, die Neutrinos kann man nachweisen. Sie sind da, man sieht sie in den Detektoren und wir sehen sie auch mit der richtigen Anzahl. Das ist also nicht so, dass Sie haben historisch gesehen recht, die sind einmal eingeführt worden, um fehlende Energie zu erklären. Aber diese Teilchen sind längst nachgewiesen. Darf ich darauf antworten? Also ich bin nur Laie und Sie können mich 1000-mal schlagen, ist ganz klar. Zum Beispiel der Nachweis von einer Supernova wurde an 3 verschiedenen Orten gemessen und das muss ein ziemliches Chaos gewesen sein. Und also die haben sich nicht wirklich ergänzt. Und was wohl auch ein Problem ist, ist, dass Sie ja hier Milliarden Zerfälle beobachten und dann triggern Sie, also Sie selektieren 30 Events heraus und das bedingt dann Ihr neues Teilchen. Also wenn ich 30 Milliarden Mal zum Beispiel einen radioaktiven Fisch da hineinlege, dann werde ich auch Dinge beobachten, die ungewöhnlich sind, wenn ich richtig trigger. Und eigentlich muss man verlangen, dass am CERN die Rohdaten öffentlich gemacht werden und dass man das alles nachvollziehen kann. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man sich dieser Herausforderung stellt. Also ich muss auch noch mal ein Wort möchte ich auch noch zu den Neutrinos sagen. Also meine Doktorarbeit ging über Neutrinos. Ich möchte nicht, dass meine Doktorarbeit aberkannt wird, obwohl es ja jetzt die Mode ist, ein bisschen. Zu dem anderen Punkt, wir haben ja riesige Datenmengen, die kann man gar nicht öffentlich machen, ja, das ist einfach viel zu viel, dass wir in späteren Jahren vielleicht mal die relevanten Teile öffentlich machen, das ist durchaus vorstellbar, das haben andere Experimente auch schon gemacht früher. Aber da müssen wir sie erstmal selbst verdaut haben, bevor wir dann damit in die Öffentlichkeit gehen können und sagen, das ist jetzt so ein selektierter Datensatz, da kann man sehen, dass da das Higgs drin ist. Bitte schön, hier vorne. Laienhaft. Und zwar, Sie sagten vorhin, dass Higgs-Zeichen entstehen, dazu braucht es eine
ungeheuer hohe Energie. Deswegen ist das CERN gebaut. Im Urknall hat man auch eine vermutet. Wie ist das nun? Gibt es Parallelen zur Astrophysik und zu den Sonnenflecken und Sonnenprotuberanzen? Gibt es da Untersuchungen, analoge Untersuchungen, wo man auch sowas sucht? Denn da müsste ja auch was entstehen, denn das sind hohe Energien. Zu wenig. Zu wenig Energie in der Sonne. Die Energie, die Sonne da zur Verfügung stellt, kann man in Zahlen sagen, also bei so einer, gehen wir mal nicht in die Protuberanzen, gehen wir in den Kern der Sonne, dort wo die Energie wirklich gemacht wird. Bei einer Reaktion in der Sonne wird eine Energie freigesetzt, die ungefähr so ein Zehntausendstel dessen ist, was sie brauchen, um ein Higgs-Teilchen zu machen. Hier vorne. Die Unterscheidung virtuell und real, passt das mit dem Higgs-Teilchen? Kann ich die irgendwie da anwenden? Also die Begriffe haben wir ja jetzt noch gar nicht eingeführt. Dann erklären Sie die doch kurz. Also wir benutzen manchmal in der Physik die beiden Begriffe reale Teilchen und virtuelle Teilchen. Das sind vielleicht keine sehr geschickten Bezeichnungen. Damit meinen wir, dass gewisse Teilchen nur ganz kurzzeitig entstehen und dann wieder zerfallen, dass wir die Teilchen also nicht wirklich sehen können wie ein Elektron. Natürlich können wir auch ein Elektron nicht sehen, aber irgendwie stellen wir uns das vor, das Elektron ist eine punktförmige Ladung. Und insofern kommt dieser Begriff virtuelle Teilchen mal vor, aber ich denke, der bringt uns jetzt irgendwie nicht so richtig weiter in der Diskussion. Also das Higgs kann ein virtuelles Teilchen sein, aber auch ein Elektron kann unter bestimmten Umständen ein virtuelles Teilchen sein. Aber das bringt jetzt, glaube ich, vielleicht würdest du das besser erklären, das, glaube ich, das ist jetzt keine spezifische Eigenschaft vom Higgs. Ich wollte es nicht, ich kann es auch nicht besser erklären, aber ich wollte nur mal sagen, die wir nachgewiesen haben, sind reelle. Ja? Das kommt natürlich, dass Sie das fragen, weil man so wenige davon erst gesehen hat. Deswegen, also es kam ja sehr selten vor. Es kommt sehr selten vor. Die virtuellen sind solche, die erzeugt werden und dann sofort wieder weggeschnappt werden, die nicht wirklich lang genug leben, um ein echtes Teilchen zu werden. Hat man denn eine Erklärung dafür, warum es so wenige Higgs erst gab oder warum man so wenige Higgs erst gesehen hat? Ja, also das liegt daran, dass die Protonen, die wir da aufeinander schießen, sind keine Elementarteilchen, sondern das Proton, wir sagen manchmal ein Kartoffelsack. Das ist also irgendwie so eine Hülle, da sind ganz viele Teilchen drin. Ja? Und die Energie von diesen Protonen, die verteilt sich über diese Teilchen, und zwar ganz ungleichmäßig. Ja? Und wenn bei einem typischen Zusammenstoß von zwei Protonen, sind die beiden Kartoffeln, die da wirklich zusammenstoßen, die haben gar nicht so arg viel Energie. Ja? Es kommt relativ selten vor, dass da zufällig zwei Kartoffeln aufeinander knallen, die genügend Energie haben, um wirklich ein Higgs-Teilchen zu machen. Das Gut. ist der Grund. Da vorne war, da hinten und hier und da. Ja, ich möchte noch mal zu den Experimenten zurückkommen. ATLAS und CMS stellen ja gleiche Signaturen fest, aber bei leicht unterschiedlichen Massen. Sind das nun unterschiedliche Teile oder sind das Messfehler? Ich denke, seit dem Neutrino schneller als Lichtdebakel muss man da ja vorsichtig sein. Das war ja gleich viel auf einmal. Ja, also Sie wissen ja schon mehr als wir alle in diesem Saal, stelle ich fest. Also ich sage mal was zu dem Debakel mit der Lichtgeschwindigkeit und den Neutrinos. Ich möchte hier nochmal ganz klar öffentlich gesagt haben, also wir sind nicht hundertprozentig sicher, dass da ein Teilchen ist. Wir haben was gesehen, das haben wir publiziert. Und das müssen wir noch interpretieren. Tatsächlich ist es so, dass unser Konkurrenzexperiment zwei verschiedene Massenwerte gefunden hat. Ich weiß jetzt die Zahl nicht, 123 GV und 126 GV oder sowas. Bei unterschiedlichen Zerfällen des neuen Teilchens. Und das passt nicht so richtig zusammen. Das ist aber auch noch verträglich mit der geringen Statistik, die wir haben, weil wir die Masse nicht scharf messen können, sondern nur so in einen Bereich messen können und die beiden Bereiche überlappen noch. Aber es könnte sehr wohl sein, dass ich herausstelle, dass wir tatsächlich nicht ein Teilchen an der Stelle haben, sondern dicht benachbart zwei Teilchen. Das müssen wir untersuchen. Also wie viele es von den Higgs-Teilchen wirklich gibt, ist sicherlich noch eine spannende Frage, die erst noch zu beantworten ist. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass es mehr als eines gibt. Ja, schönen guten Abend. Ich habe auch eine Laienfrage. Mich würde mal interessieren, Sie erwähnten ja mehrmals den Urknall und ich gehe davon aus, beim Urknall hat es diese Higgs-Teilchen gegeben. Ja, bin ich richtig in der Annahme, dass diese ganzen Experimente darauf hinzielen, wenn sie belegen können, wir haben das Higgs-Teilchen gefunden, dass sie dann
bemüht sind oder in der Lage sind oder gerne möchten, um den Urknall noch mal wissenschaftlich nachvollziehen zu können? So verstehe ich manches, wie Sie das rüberbringen. Ja, so verstehen wir das auch. Das ist aber wirklich auch ein sehr guter Kommentar, weil das... Das war sehr gut für einen Laien. Tatsächlich ist sozusagen das Higgs ist eines der Puzzlesteine, das wir brauchen, um zu verstehen, wie sich das Universum entwickelt hat. Das ist eine sehr komplizierte Frage und das ist sicher ein wichtiger Bestandteil unserer derzeitigen Theorie und von daher ist es ein ganz wichtiger Punkt auch für diese Frage. Ne? Ja. Das war viel später dann, ne? Also wir sprechen ja hier von sozusagen Bruchteilen von Sekunden nach dem Urknall, bevor überhaupt irgendwelche Planeten oder Galaxien sich gebildet haben. Also damit beschäftigen wir uns eher, dann geht es natürlich dann später in die Planetenbildung und so weiter. Aber für das Gesamtbild ist es ein wichtiger Punkt, ja. Der junge Mann da vorne, dann haben wir hier zwei Meldungen. Mhm. Ja, guten Abend. Zunächst einmal, also ich schätze natürlich den Beitrag zur Grundlagenforschung und will ihn keinesfalls in Zweifel ziehen. Jedoch hätte ich eine ganz praktische Frage. Würde uns dieses Verständnis, dieses Masseverteilen einen Schritt weiterbringen im Verständnis der gezielten Kernfusion, die ja für die Menschheit rein praktisch wichtig wäre? Ich glaube nicht. Also es ist völlig richtig, dass jetzt diese, wenn es denn das Higgs ist, diese Entdeckung uns in unserem täglichen Leben nicht weiterbringt. Es ist eine ja intellektuelle Geschichte zunächst mal. Wir haben einen großen Erkenntnisgewinn damit verbunden. Aber natürlich gibt es auch, um mal die Anwendung anzusprechen, einmal gibt es natürlich die sogenannten Spin-Offs. Das heißt, dadurch, dass wir eben komplizierte Experimente bauen, treiben wir auch natürlich gewisse Anwendungen voran. Computing, wir brauchen eben Supercomputer. Oder das World Wide Web, was ich eben erwähnt habe, ist am CERN entstanden. Und natürlich eine ganz wichtige Sache. Und ob jetzt in 100 Jahren mit dem Higgs man irgendwas Praktisches machen kann, ich würde sagen nein, aber ich weiß es nicht. Es gab ja auch entsprechende frühere Vorhersagen von Leuten, wo man gefragt wurde, da gibt es dieses Bonmot, ich weiß nicht genau, ob ich es jetzt richtig auf die Reihe kriege, also Faraday, der ja elektromagnetische Phänomene untersucht hat, der wurde dann von einem Politiker gefragt, ja, kann man denn das benutzen für irgendwas? Das ist ja völlig absurd. Hat er vielleicht so nicht gesagt, aber gemeint. Und dann hat Faraday gesagt, ja, warten Sie mal ab, in einigen Jahren treiben Sie dafür Steuern ein für die Anwendung. Und so ist es natürlich. Und jetzt will ich nicht prognostizieren, dass das beim Higgs genauso sein muss. Also uns treibt schon der Wunsch, die Erkenntnis zu gewinnen. Aber es gibt natürlich diese Spin-Offs, von daher profitiert in der einen oder anderen Weise irgendwie jeder auch davon. So, dann war jetzt der junge Mann dran. Ja. Ich hatte nochmal eine Frage zu dem Higgs-Feld und zwar mit dem Beispiel eben der Radioantenne und elektromagnetischen Wellen. Da habe ich mich gefragt, weiß man denn, was die Quelle dieses Higgs-Feldes ist oder sagt man einfach, das ist beim Urknall entstanden und jetzt ist es da und es ist einfach da? Ja, Herr Krämer, Sie nicken, es ist da. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung, ja. Das ist genau eine der offenen Fragen, weshalb wir auch nicht so ganz glücklich sind damit. Wir haben wirklich keine dynamische Erklärung, warum das genau so aussieht, wie es ist. Es ist wirklich ad hoc in die Theorie eingefügt und es ist da und es scheint tatsächlich so zu sein, wie es in der Theorie steht, aber so richtig tiefer verstanden haben wir das auch nicht. Hier vorne. Ich finde die Darstellung sehr angenehm. Trotzdem würde ich mir wünschen, ob es irgendeine Veröffentlichung gibt. Können Sie da was empfehlen, wo man quasi das nochmal als geschlossene Darstellung kriegt? Also auch mit den Quarks und also einfach die, das ist ja ein relativ komplexes Bild, was ich nicht mehr in der Schule gelernt habe. So eine Zusammenfassung der Teilchenphysik, meinen Sie? Einfach gibt es da was Sie empfehlen? So eine Kurzzusammenfassung gibt es das. Also es gibt natürlich jetzt gerade im Dunstkreis dieser Entdeckung gibt es natürlich viele Artikel in den üblichen Magazinen und natürlich auch in der allgemeinen Presse. Also ich denke auch in Frankfurt Allgemein oder der Zeit gab es auch längere Artikel. Und sonst müssen Sie mal gucken im Bild der Wissenschaft, Spektrum der Wissenschaft. Und da sind natürlich solche Artikel drin, wo das vielleicht auf 10 Seiten zusammengefasst ist. So konkret kann ich das jetzt nicht sagen. Wissen Sie, es dauert ein paar Jahre, bis ein Buch geschrieben ist. Und wenn Sie jetzt Dinge wissen wollen, die erst ein halbes Jahr alt sind, werden Sie das in Büchern nicht finden. Ich glaube, da müssen Sie schon eher World Wide Web oder Zeitungen und sowas suchen nach aktuellen Texten. Da vorne war ein Fall. Ja, ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar, Sie haben ja gesagt, dieses Feld ist relativ kurz nach dem Urknall entstanden. Das heißt, das Universum hat sich ja seitdem doch um einiges ausgedehnt. Dann müsste das Feld sich ja eigentlich abschwächen, wenn es sich wie ein normales Feld verhält. Das heißt, könnte es sein, dass jetzt
zu dieser Zeit, als das Feld entstanden ist, die Massen von den Elementarteilchen deutlich schwerer waren? Oder vielleicht kann man ja über sowas auch... Da kann er was sagen, ne? Ja. Da kann er was sagen. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also nach unserer Kenntnis im Moment haben sich die Massen nicht verändert. Und das war immer so, aber wir suchen im Prinzip nach solchen Effekten und versuchen zu verstehen, ob sich Naturkonstanten, Massen und so weiter verschoben haben. Und meines Wissens gibt es dafür keine Anzeichen. Vielleicht darf ich noch was viel Schlimmeres noch dazu sagen. Also dieses Feld macht schon auch Probleme, wollen wir uns auch nicht das nicht schönreden, denn so ein Feld stellt selber auch eine Energie dar. Und die Energie, die mit diesem Feld verbunden ist, die ist recht hoch und das passt nicht so richtig zu anderen Dingen, die wir beobachten im Universum. Das kann man vielleicht vereinbaren, aber es ist nicht so klar und deswegen gibt es da also durchaus noch Fragen. Und ich möchte auch an der Stelle vielleicht noch mal eins sagen. Selbst wenn wir jetzt mit diesem Higgs-Feld und dem Higgs-Teilchen gewisse Dinge erklären können, heißt das natürlich nicht, dass das die ausschließlich die einzige Erklärung ist. Natürlich kann es sein, dass wir in 10 Jahren, Herr Krämer ist ja noch jung, eine ganz tolle andere Idee haben, wo wir die Massen anders erklären können. Natürlich, wenn wir das Higgs-Teilchen jetzt gefunden haben, müssen wir das auch erklären können. Aber vielleicht geht es auch noch irgendwie anders. Vielleicht haben wir da noch tolle Ideen in der Zukunft, das weiß ich natürlich nicht. Aber die grundsätzliche Frage, die Sie gestellt haben, das ist schon richtig. Wenn sich das Universum ausdehnt, ist in diesem Higgs-Modell ein Mechanismus drin, der dafür sorgt, dass sozusagen Feld nachgeliefert wird, sodass die Energiedichte des Feldes, die bleibt konstant, wenn das Modell richtig ist. Und das ist etwas, was man üblicherweise als dunkle Energie bezeichnet. Das ist eine Art der dunklen Energie und das passt leider nicht zu der dunklen Energie, die man aus den Kosmologiemessungen kennt. Das ist nämlich viel zu viel. Da vorne? Hm? Ja, es wurde jetzt immer gesagt, dass das Feld bei dem Urknall entstanden, das haben jetzt immer viele gesagt. Und ich meine, was ist, wenn das Feld schon da war, weil die Teilchen ja sowieso nur eine Anregung darstellen. Wo war? Existiert, nicht wahr. Wo? Ja? Vielleicht war das keine besonders nette Antwort. Gebe ich ja zu. Aber die Frage ist tatsächlich, Sie sagen, hat es vorher schon existiert, vor dem Urknall, also nach allem, was wir heute wissen, gab es gar keinen Raum vor dem Urknall, in dem das hätte existieren können. Ja? Also mit dem Urknall ist nicht in eine existierende Welt die Materie hineingesetzt worden, sondern mit dem Urknall sind erst Raum und Zeit entstanden. Und deswegen, zumindest ist das, also das ist letztendlich auch eine Stelle, wo wir möglicherweise wissenschaftliche Zugänglichkeit verlassen, wo es dann doch sehr stark ins Philosophische geht. Aber zumindest nach dem naturwissenschaftlichen Verständnis haben mit dem Urknall erst Raum und Zeit begonnen. Und deswegen ist die Frage, ob das vorher schon existiert hat, eigentlich keine wissenschaftliche Frage mehr. Ja, bitte. Ja, ich bin auch noch ein bisschen unglücklich sozusagen mit dieser Theorie. Und zwar, die Frage wäre, wir haben ja jetzt dieses schwingende Feld, aber wie gibt dieses schwingende Feld den Quarks, den Protonen praktisch die Masse? Wie geschieht, also was ist Aktio, was ist Reaktio? Kann man das berechnen, Herr Krämer? Gar nicht gesehen, wo die Frage herkam. Dort hinten. Ah ja, okay. Das ist nicht ein schwingendes Feld. Das Feld schwingt jetzt nicht wirklich. Ne? Also das Higgs ist sozusagen eine Anregung des Feldes, aber das Higgs-Feld schwingt nicht unbedingt. Und das ist nicht, also Sie sollten nicht in diesem mechanischen Bild denken, dass da irgendetwas irgendwie anstößt. Das ist einfach viel abstrakter. Und ich denke, an einem gewissen Punkt werden diese ganzen Analogien, die man gerne benutzt, um das zu erklären, auch einfach falsch und irreführend. Also ich kann Ihnen da zwar keine bessere liefern, aber Sie sollten eben nicht in so einem mechanischen Bild denken, wo irgendwas irgendwie anstößt. Das bringt dann auch nicht, bringt einen dann auch nicht weiter. Das ist jetzt keine tolle Antwort, aber das ist das Beste, also was ich habe. Man kann nicht so richtig erklären, wie diese Energie oder diese Masse aufgenommen wird.
Ja, nee, Sie schaue ich an. Für mich war nicht das etwa dieselbe Richtung zu ihm. Das ist ja ein bisschen frustrierend für uns, also dass man sich fragt, okay, wie kommt es denn dann? Wie nimmt das Higgs-Teilchen die Masse auf? Also wie gesagt, man muss es auseinanderhalten. Das Feld macht die Masse der Teilchen und das Higgs-Teilchen ist die Anregung dieses Feldes. Ne? Also es ist nicht das Schwingen dieses Feldes, das die Masse von den anderen macht, sondern es ist das Feld in seinem Grundzustand, in dem es nicht schwingt, was dafür verantwortlich ist, dass die Teilchen Masse haben. Das muss man irgendwie versuchen wir steigen schon sehr tief ein, aber wenn man ein bisschen tiefer geht, muss man versuchen, dann doch Feld und Teilchen irgendwie separat zu halten. Sonst da ganz hinten schief. War an der Säule, ist da die, ja? Nichts vorstellen, habe ich auch gerade gesagt. Nee, stellen Sie sich nichts vor. Aber Sie machen ja ein Experiment. Ich meine, da muss man sich ja irgendwann... Experiment, nein, Sie nicht. Ja. Das stimmt, Sie rechnen nur. Aber Sie machen ja... Also an diesem CERN werden ja Experimente gemacht und deswegen versucht man sich das natürlich auch vorzustellen, weil man denkt, naja gut, die haben da was ausprobiert und dabei ist ihnen dieses Higgs untergekommen und jetzt versucht man sich natürlich vorzustellen, was haben die denn da ausprobiert? Also ja, ich versuche mal eine andere Analogie zu bringen, die auch ihre Haken und Ösen hat, ja, also die das auch nicht wirklich beschreibt, ich sage es trotzdem jetzt mal. Also was wäre eigentlich, wenn die Teilchen keine Masse hätten? Es gibt Teilchen, die haben keine Masse, das ist das Photon. Das Photon fliegt mit Lichtgeschwindigkeit. Gut so. Alle anderen Teilchen sind langsamer. Und wenn sie eben, weil sie eine Masse haben, wenn sie keine Masse hätten, würden sie auch mit Lichtgeschwindigkeit fliegen. Und ich stelle mir das jetzt irgendwie so vor, dieses Higgs-Feld ist überall im Raum vorhanden und bremst irgendwie die Teilchen. Das Photon nicht, das wechselwirkt nicht mit dem Higgsfeld, aber die anderen Teilchen, die fliegen eigentlich mit Lichtgeschwindigkeit, aber weil eben das Higgsfeld da irgendwie wie so eine honig-viskose Masse da im Weg ist, fliegen die dann ein bisschen langsamer und dadurch haben sie effektiv eine Masse. Ist ein Modell mit Problem, aber ist eins, was Thomas, ein paar Dinge abdeckt. Thomas, ich habe gesagt, nichts vorstellen. Das ist und darum sind wir hier. Nee, das ist auch mal, das hört man ja sehr gerne. Oh, jetzt gingen gleich ganz viele Finger hoch. Ich wollte gerade dazu noch was sagen. Natürlich, das ist ein gutes Bild, aber es ist in dem Sinne falsch, dass die Teilchen auch Masse haben, wenn sie sich nicht bewegen. Ne? Weißt du ja, aber ich sage immer für die anderen. Ich habe ja schon einen Disclaimer dazu gesagt. Okay, da, ja, bitte. Sie haben jetzt wiederholt festgestellt, das Higgsfeld sei ubiquitär und von allem Anfang an da. Ja, wie verhält sich denn das Higgsfeld zur kosmologischen Expansion? Müsste das nicht Auswirkungen auf die Kopplungsstärke haben? Oh. Also, wie wir gerade schon gesagt haben, es ist in diesem Modell ein Mechanismus drin, der dafür sorgt, dass wenn sich das Universum ausdehnt, sozusagen Feld nachgeliefert wird, sodass über die Entwicklung hinweg immer die gleiche Menge an Feld im selben Raum ist oder in wissenschaftlichen Termen aussieht. Die Energiedichte des Feldes ist konstant über die Zeit. Es ist also so, dass mit der Expansion, wenn mehr Raum zur Verfügung gestellt wird, auch mehr von dem Feld, wir sagen, kondensiert. Also es entsteht dann dieses Feld sozusagen nach, sodass es eben diese zeitliche Veränderung nach dem Modell nicht geben könnte, sollte. Ne? Ja, bitte. Was bedeutet Ihre Aussage, die Sie vorhin machten, dass das Higgs-Teilchen als Eigenschaft keinen Drehimpuls hat, während andere Teilchen den haben? Welche Erkenntnis kriegt man daraus im Bezug auf das, meinetwegen auf das Feld? Und gibt es auch andere Teilchen, die keinen Drehimpuls haben, was bekannt wäre? Ja, bitte schön. Also ich darf ja eigentlich nichts vorstellen, aber für mich sind Elementarteilchen Billardkugeln. Billardkugeln, ne? Und die können Sie ja so andrehen und... Und die können Sie ja so anschubsen, ne? Dann drehen die sich. Und weil es
weil es, also Reibung ist was Makroskopisches. Wenn die auf dem Tisch liegen, reiben die Billardkugeln, dann werden die langsam. Aber wenn Sie sich ein Teilchen im Vakuum vorstellen, da gibt es keine Reibung, die drehen sich immer weiter, ne? In alle Ewigkeit. Und das ist eine Eigenschaft, die wir bei allen anderen Elementarteilchen festgestellt haben. Das Higgs-Teilchen ruht, das dreht sich nicht. Das ist das ganz Besondere daran. Das führt zum Beispiel dazu, dass es von einem Elektron zwei gibt, nämlich das eine, das sich so rumdreht und das andere, das sich andersrum dreht. Wenn sie es gar nicht dreht, gibt es nur das eine. Das ist so eine Eigenschaft, die für das Higgs-Teilchen eben wie man das gefunden hat, das sieht man an den Teilchen, die rauskommen. Wenn ein Teilchen sich dreht und zerfällt, dann verteilt es seine Zerfallsprodukte auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn es sich nicht dreht, dann kommen die gleichmäßig in alle Richtungen raus. Und wenn es sich dreht, sieht man da eine Abhängigkeit, wo die hinfliegen. Gut. Darf ich noch eine Sache dazu? Beim Elektron ist es so, dass durch die Drehung des Elektrons hat es auch eine magnetische Wirkung. Und letztlich ist, wenn Sie einen kleinen Magneten zu Hause haben, da der Magnetismus kommt letztlich dadurch zustande, dass die Elektronen sich um sich selbst drehen und dann dieses Magnetfeld erzeugen. Danke. Unter den Elementarteilchen ja. Es gibt zusammengesetzte Teilchen, wo eines ist, das sich so rumdreht und eines, das sich andersrum dreht, sodass, wenn man als Ganzes betrachtet, es wieder so aussieht, als ob sich nichts drehen würde. Wenn Sie das noch, also, aber das ist was ganz anderes, was aufgebaut ist aus mehreren Teilchen, da gibt es das. Aber unter den Elementarteilchen ist das Higgs-Teilchen das Einzige, das diese Eigenschaft hat. Deswegen kann man das so gut erkennen. Hier vorne war eine weitere Frage. Ja. Entschuldigung, wir müssen auch alle anderen noch drankommen lassen, deswegen machen wir jetzt noch eine weitere Frage, ja? Bitteschön. Ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, kommt dieses Higgs-Teilchen in der Natur erstmal so nicht vor, natürlicherweise. Und eigentlich das Higgs-Feld gibt den Elementarteilchen ihre Masse. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein Higgs-Feld gibt, ohne dass es dieses Teilchen gibt. Wieso ist es denn unbedingt notwendig, dass es auch dieses Teilchen gibt? Das ist schon alles richtig, was Sie sagen. Das Teilchen ist einfach eine Konsequenz der Tatsache, dass es ein Feld gibt. Wenn wir kein Teilchen finden, dann wissen wir, dass wir das Feld nicht anregen können. Und das hat verschiedene Konsequenzen. Aber in diesem Modell, das wir gerade diskutieren, in diesem Higgs-Modell, muss es diese Feldanregungen geben. Genau wie beim elektromagnetischen Feld es Photonen und Lichtstrahlung geben muss. Das ist einfach eine Vorhersage der Theorie. Das kann man nicht abschalten. Ne? Von daher ist der Nachweis dieses Higgs-Teilchens ein sehr klares Indiz dafür, dass es dieses Feld gibt. Ne? Hier vorne, dann dort und dann dort hinten. Hm? Ich habe drei kurze Fragen zum CERN. Nämlich, wer hat denn beschlossen, um das so mal zu bauen und warum und wie wird das alles bezahlt? Das sind ja jetzt mal ganz andere Fragen. Ja. Also das CERN ist vor über 50 Jahren, ich weiß das Gründungsjahr jetzt nicht auswendig, gebaut worden. Das war die erste große europäische Kollaboration von den Ländern, wo also auch Deutschland mitmachen durfte. Nach dem Krieg war das nicht selbstverständlich. Es ist ein erstmal als Forschungszentrum, was eben mit sehr vielen Ländern zusammenarbeitet, wo sehr viele Länder sich beteiligen, auch ein Erfolgsmodell für andere jetzt Wissenschaftskooperationen geworden. Also es hat also wirklich sehr gut funktioniert als Organisation. So, das kostet natürlich Geld und der CERN-Jahresbeitrag für alle, von ganz Europa bezahlt, ist in der Größenordnung 1 Milliarde Euro. Ich weiß den Wert jetzt nicht ganz genau, aber das ist die Größenordnung. Und das müssen Sie jetzt einfach mal sozusagen umrechnen auf 300 oder 400 Millionen Europäer. Also jeder bezahlt dann praktisch, Sie bezahlen indirekt fürs CERN 3 Euro pro Jahr. Ja, und dann dahin. Alle anderen natürlich auch. Mich würde, das ist so wie bei den Fernsehgebühren, da können Sie gar nicht raus, das ist einfach so. 1, 2, 3. Funktioniert's? Mich würde nur interessieren, bei einem erfolgten Abschluss des Higgs-Teilchen, würde das der Raumfahrt irgendwie in irgendeiner Art und Weise zugutekommen? Denn ich denke, in CERN werden da auch Raumfahrtprojekte bearbeitet. Bringt das Higgs der Raumfahrt was? Nein. 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 Dort hinten.
Ja, erstmal eine Anmerkung, wie die ganze Wissenschaft funktioniert. Erstmal hat man gedacht, dass die Erde eine Scheibe wäre, hat man versucht an der Art und Weise, wie sich die Planeten bewegen, zu erklären, wie dreht sich denn alles um die Erde, und da hat man einige Sachen gefunden, die man halt nicht erklären konnte, und hat dann das Modell dementsprechend erweitert. Und so funktioniert das auch mit dem Higgs-Teilchen, weil ja, es gibt halt einfach ein besseres Modell. Deswegen ist meine aber ich habe eine andere Frage zu dem Thema. Es wird immer davon geredet, das Higgs-Teilchen zu erzeugen. Also man schießt Photonen aufeinander und dann erzeugt man das Modell. Aber andererseits sagt man auch, dass das Ding die ganze Zeit wirkt und es immer da ist. Also ich verstehe diese Diskrepanz nicht. Das ist nochmal der Punkt mit dem Feld und dem Teilchen. Nochmal die Analogie zum elektrischen Feld. Das elektrische Feld ist überall im Raum, wird erzeugt von statischen elektrischen Ladungen, ist überall da. Aber die Anregung, im elektrischen Fall das Photon, das bekommen Sie unabhängig dann, wenn Sie das Feld eben irgendwie anregen. Beim Photon macht man das, indem man Ladungen schüttelt. Und dieses Teilchen erzeugen wir, aber das Feld ist immer da. Ja, ich hatte noch eine Frage, und zwar dies. Bitte? Bitte schön. Dass man stellt sich ja die Gravitation, das ist ja quasi eine Auswirkung zwischen zwei Punkten, also zwei Objekten mit Masse. Und jetzt überlege ich mir das Higgs-Feld, das ist jetzt ein homogenes Feld. Wieso sorgt das eben durch die Einwirkung der Masse dafür, dass sich zwei andere Objekte mehr oder minder gegenseitig anziehen, wo das doch irgendwie ein glattes, also zumindest ein gleichmäßiges Feld ist, ohne irgendwelche Unebenheiten oder Vertiefungen, Potenziale? Das Higgs-Feld hat mit dem Gravitationsfeld nichts zu tun. Das sind, soweit wir im Moment verstehen, wirklich komplett unabhängige Phänomene. Ja, das Higgs-Feld gibt Masse zu den elementaren Teilchen, aber es gibt darüber hinaus eine Gravitationskraft, die zwischen massiven Teilchen wirkt, die ist aber völlig separat. Und es ist naheliegend zu denken, das hat irgendwas miteinander zu tun, ja, Masse, Gravitation, Anziehung, aber wir kennen keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Phänomenen im Moment. Und wenn es vielleicht irgendwann mal eine umfassendere Theorie gibt, die das Ganze zusammenbaut, dann, aber im Moment sind das wirklich absolut unterschiedliche Phänomene. Eine da hinten und dann hier vorne, der Herr. Ja. Guten Abend erstmal. Ich wollte fragen, ich habe zwei Fragen gehabt, und zwar, wo liegen die Kriterien dafür, dass ein Higgs-Feld mit einem Teilchen wechseln wirken darf oder mit welchem Teilchen es wechseln wirken darf? Und was sind im Prinzip, wir wissen ja, dass aus Masse, dass Masse zu Energie werden kann, also zerfallen kann. Und wo liegen jetzt die Grenzen von diesem Higgs-Feld-Effekt, so dass dadurch, dass Masse jetzt zu Energie zerfällt, dass das jetzt Strahl zu Licht wird, wo liegt jetzt die Grenze zu dem Effekt, dass diese Masse, die Einsmasse war, keine Masse mehr hat, sondern plötzlich keinen Effekt mehr von dem Higgs-Feld erhält? Ich kann zum ersten Teil der Frage was sagen. So eine gute Frage, woher wissen wir, dass das Higgs-Feld im Elektron Masse gibt, aber zum Beispiel nicht im Photon? Und aus meiner Sicht, aus der Sicht des Theoretikers, würde ich sagen, die Antwort liegt in der Symmetrie. Denn die Masse des Photons ist durch eine Symmetrie verboten. Diese Symmetrie steckt ganz tief in der Theorie drin. Und diese Symmetrie erlaubt mir nicht, das Photon und das Higgs-Feld irgendwie zusammenzupacken. Ja, und die anderen Massen, die wir sehen, Elektronenmassen, Topmassen und so weiter, die sind nicht durch Symmetrien geschützt, die tauchen einfach so in der Theorie auf. Und deshalb ist das für mich als sozusagen Theoretiker eine ganz natürliche Erklärung. Ich muss auch nochmal zu meiner Verteidigung sagen, weil wir alle mit Anschauung argumentieren und ich es immer so schwierig finde, für mich ist eine Masse ein Term in der Formel, ja? Das ist jetzt nicht sehr poetisch, aber es ist einfach so. Ich schreibe was hin und ich versuche, das mathematisch konsistent zu formulieren. Ich berücksichtige alle Symmetrien, von denen ich weiß, dass sie nicht gebrochen werden dürfen. Und dann tauchen bestimmte Terme in meiner Formel auf. Und manche dieser Terme identifiziere ich als Massenterme. Und für mich ist das sozusagen eine Erklärung, die total befriedigend ist. Ich weiß, dass das für die meisten nicht so ist, aber nach ein paar Kursen theoretische Physik
kriegen wir sie dann auch dahin. Also theoretische Physiker sind zufriedener als die anderen, meinen Sie? Mit allem, ganz immer, ja. Hier vorne. Gestatten Sie mir nach aller Physik und Mathematik... Etwas näher ran, dann verstehen wir Sie. Gestatten Sie mir nach aller Physik und Mathematik vielleicht eine philosophische Frage. Würden Sie das Higgs-Teilchen als Ursprung allen Werdens bezeichnen, dessen Bestandteil wir sind? Wer möchte da antworten? Nein. Also. Aber darum heißt es doch Gottesteilchen. Also das musste ja jetzt kommen, die Geschichte mit dem Gottesteilchen. Es gibt also einen Physiker Ledermann, der so sagt, die Sage, der sollte also ein Buch schreiben über die Physik und auch über das Higgs-Teilchen. Und der wollte das erst nennen Gottverdammtes Teilchen. Ist das richtig, was ich da sage? Und daraus ist dann irgendwie das Wort Gottesteilchen geworden. Ich benutze das nicht. Ich halte den Begriff für wenig sinnvoll. Und es ist sicherlich nicht so, dass das Higgs jetzt irgendwie der Ursprung all der ganzen Welt ist. Das ist einfach Quatsch. Also angeblich hat der Verleger den Titel geändert, weil er gesagt hat, man kann kein Buch verkaufen, das Gottverdammtes Teilchen heißt. Und Gottverdammt hat er es genannt, weil sie es nicht finden konnten. Ich möchte es auch nochmal kommentieren, wenn ich darf. Ja. Ja. Warte, wir geben Ihnen ein Mikrofon, dann haben Sie es besser. Ich sage das Gottesteilchen ist genau das, was ich nicht damit meinte, sondern genau das Gegenteil davon. Weil wer wären wir denn, dass wir überhaupt diese Frage stellen könnten? Dass wir überhaupt so ein Wort erfinden könnten? Herr Kramer, Sie wollten noch was dazu sagen. Ich wollte ein bisschen positiver auf Ihre Bemerkung reagieren. Also einfach als Ausgleich. In gewisser Weise kann man das schon natürlich so sagen, dass ohne den Higgs-Mechanismus und ohne zum Beispiel eine Masse für das Elektron gäbe es keine Atome, es gäbe keine Moleküle und es gäbe auch kein Leben. Wenn Sie das so interpretieren wollen, ist der Higgs-Mechanismus wichtig für unser Verständnis, wie sich Materie entwickelt hat, wie sich Leben entwickelt hat, dann würde ich sagen, ja, das könnte ich unterschreiben, denn ohne den Higgs-Mechanismus und ohne Massen sähe das Universum ganz anders aus und insbesondere gäbe es uns ganz bestimmt nicht. Ja. Also in dem Sinne könnte ich das auch so mitformulieren. Einmal dort hinten und dann dort. Noch ganz kurz dazwischen. Natürlich kann man auch sagen, wenn es das Elektron nicht gäbe, sähe die Welt auch ganz anders aus. Also klar, das, die brauchen wir halt alle. Bitte schön. Ja, ja, schön, dass Sie das schon gesagt haben mit dem gottverdammten Teilchen. Das wollte ich auch kurz anmerken, bevor ich jetzt zu meiner Frage komme. Also das mit dem gottverdammten Teilchen habe ich bei Wikipedia irgendwann mal nachgelesen. Ich glaube, das stimmt. ja, also es wurde ja bereits vorher, gab es schon einen Kritiker, der diese Theorie einfach vom Ansatz her nicht sehr schön findet. Nicht jetzt, was diese Anzahl der Teilchen angeht, sondern einfach nur diese Art, der zu sagen, da ist jetzt etwas, was es überall gibt. Ich glaube auch, in ähnlicher Form gab es bereits so etwas wie den kosmischen Äther, glaube ich, zumindest Äther, das habe ich irgendwie noch in Erinnerung. Das ist auch so eine Theorie, wo etwas eingeführt wurde, was es einfach überall gibt. Und vielleicht war das ein anderer Formalismus in einem anderen Kontext. Eigentlich bin ich dem Higgs-Teilchen sehr positiv gestimmt, aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich auch, und das kam auch eben gerade schon zu Wort, wenn es so etwas gibt, was konstant ist und überall existiert, dann gibt es vielleicht auch etwas Komplementäres. Also da können wir schwer hinfahren und es wird auch wahrscheinlich schwer sein, dort etwas zu messen. Haben dort, Sie eine bestimmte Frage an die drei? Ja. Ja. Ja? Ja, also meine Vorstellung von dem Higgs-Feld ist halt auch, dass... Eine Frage hätten wir gerne von Ihnen. Also wenn Sie eine Frage haben... Meine Frage ist einfach, nachdem schon mehrmals in irgendwelche Richtungen gefragt wurde, welche konkreten Folgerungen haben wir denn jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass das Higgs-Teilchen tatsächlich existiert,
Ist damit die Brücke zwischen der Newton-Mechanik und der Quantenmechanik geschlossen? Ist es dann wirklich vollständig? Oder widersprechen wir auch quasi den String-Theorien? Das reicht, glaube ich, schon. Lass mal erstmal die eine Frage beantworten. Bitte schön. Also ich glaube, dass Sie jetzt etwas länger geredet haben. Sie haben ja jetzt zum Ausdruck gebracht, dass Sie da ein gewisses Unbehagen haben, auch wenn Sie am Ende gesagt haben, Sie mögen das Higgs. Also dieses Unbehagen teilen wir durchaus auch. Es gibt auch natürlich noch längst nicht Antworten auf alle Fragen. Aber Sie müssen mal sehen, wie funktioniert denn Wissenschaft? Wir haben also eine außerordentlich erfolgreiche Theorie, mit der man die Elementarteilchenwelt beschreiben kann. Da kann man teilweise Vorhersagen machen auf 10 Ziffern genau, die experimentell überprüft werden, und das stimmt. Das funktioniert wahnsinnig gut. Jetzt stehen wir also vor dem Dilemma, wir haben also experimentell finden wir, dass die Teilchen Massen haben. Werden Sie auch sagen, ja, warum nicht? Alle Objekte haben irgendwie so eine Masse. Und andererseits ist diese sonst sehr gut funktionierende Theorie nicht in der Lage, Massen vorherzusagen. Also was machen wir jetzt? Können wir sagen, interessiert uns nicht, wir machen Party und wir vergessen das Problem. Das tun wir aber nicht. Das ist eine intellektuelle Herausforderung. Wir wollen verstehen, was da los ist. Und da haben eben Herr Higgs und andere Leute sich etwas überlegt, wie man das reparieren kann. Das hat durchaus Schönheitsfehler, dieses Modell, aber es kann, das hat Herr Krämer eben gesagt, funktionieren. Herr Krämer kriegt seine Formeln mit den Massentermen richtig hin. Und dieses Modell macht insbesondere Vorhersagen. Vorhersagen, die man experimentell überprüfen kann. Das ist eine ganz wesentliche Eigenschaft von guten Theorien. Man muss sie experimentell überprüfen können, sonst machen sie irgendwie keinen Sinn. Ja, sonst sind wir in der Metaphysik oder sonst wo. Und es gibt in diesem Zusammenhang eine ganz konkrete Vorhersage, nämlich, dass es ein Teilchen geben muss. Die Masse kennen wir a priori nicht, aber wir können die Eigenschaften als Funktion der Masse vorhersagen. Diese Vorhersage ist gemacht worden. Daraufhin machen die Experimentatoren ihre Experimente, um zu gucken, ob es dieses Teilchen gibt. Und jetzt sind wir so weit, noch nicht ganz so weit, dass wir sagen können, wir haben offenbar das gefunden. So funktioniert Wissenschaft. Dankeschön. Da vorne war noch eine Frage. Mir drängt sich eine Frage auf, die mag sehr laienhaft sein, aber Higgs-Teilchen entstehen sehr selten, vielleicht in irgendwelchen entfernten Supernovae, jedenfalls nicht in der Sonne, das reicht nicht, die Energie. So, da entsteht so ein Higgs-Teilchen und auf der Erde in Genf. So, hat jetzt dieses Experiment vielleicht einen Einfluss gehabt auf das Higgs-Feld? Sie haben gesagt, 30 Mal wurde das jetzt schon nachgewiesen. Sie meinen, normalerweise kommt das gar nicht vor, sondern die mich würde einfach erzeugen das dort. Ob das jetzt das Feld beeinflusst hat. Oder ob ich jetzt vielleicht beunruhigt sein muss, weil jetzt plötzlich alle Teilchen mehr Masse haben, weil man jetzt hier solche Experimente macht. Herr Stahl, verändern Sie die Welt. Verändern wir die Welt? Nee. Das Higgs-Feld, das ist seit Millionen von Jahren, sitzt das locker im ganzen Universum, das juckt es überhaupt nicht, ob wir da im CERN so ein paar Protonen zusammenhauen. Das hat man ganz andere Dinge gesehen, also machen Sie sich gar keine Sorgen. Hier vorne sind noch zwei Fragen, hier in dem Block. Ich möchte noch mal zu dem Feld fragen, das habe ich nicht ganz verstanden. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass Sie sagten, die Energiedichte ist konstant? Ja. Aber Energiedichte ist doch Energie pro Volumen. Und wenn das Volumen immer größer wird, weil sich das Weltall ausdehnt, müsste die Energie ständig zunehmen. Das verstehe ich nicht. Das haben die Kollegen aus der Astrophysik schon vor einigen Jahren festgestellt, dass der Gesamtenergieinhalt des Universums ansteigt. Das ist ein überraschendes Ergebnis, aber das ist so. Das Problem ist, dass das Higgs-Feld von zu viel Energie macht, um das zusammenzupassen. Aber dass das tatsächlich so ist, dass mit steigendem Volumen, also mit dem Maße, wo das Universum größer wird, tatsächlich der Energieinhalt des Universums ansteigt, das ist. Einstein hat diese Größe schon mal eingeführt, der hatte das ursprünglich mal drin in seinen Formeln und hat es dann wieder rausgenommen. Er sagte damals, es sei die größte Eselei seines Lebens gewesen, dass er da einen Term reingeschrieben hat, der die Energie anwachsen lässt, und es kam raus, dass es stimmt. Ich wollte auch noch eine Frage stellen zu dieser Dichte des Feldes. Hat man irgendwelche Vorstellungen, wie groß diese Dichte ist, diese Energiedichte, von der gerade auch wieder gesprochen wurde?
In etwas weniger als einem Kubikmillimeter steckt der Weltjahresenergiebedarf der Menschheit. Also man hat konkrete Werte. Ja. Geben Sie das Mikrofon einfach weiter, rechts. Ja, die Diskussion bringt mich jetzt auf einen anderen Gedanken. Das Universum dehnt sich aus, wie wir wissen, oder wie wir glauben, gemessen zu haben, obwohl das Gegenteil eigentlich passieren müsste. Und wenn ich das recht in Erinnerung habe, führt man das auf dunkle Energie, schwarze Energie oder auf diese Dinge hinzu, die das Universum auseinandertreiben. Ja, da kommt man fast auf den dummen Gedanken zu sagen, ist das Higgs-Feld mit der dunklen Energie gleichzusetzen? Also wie gesagt, das Higgs-Feld ist eine Art von dunkle Energie. Qualitativ ja, aber quantitativ ist es viele, etwa 100 Größenordnungen daneben. Also es ist unglaublich viel mehr, was da beim Higgs-Feld rauskommt, als das, was man in der Ausdehnung des Universums misst. Aber vom Konzept her, ja, das ist so etwas. Noch Fragen? Da hinten ist noch eine. Rechts dort, der Herr war noch nicht dran. Ganz außen. Ja, wir bringen Ihnen ein Mikrofon, sonst haben wir da nichts von Ihnen. Ja, guten Abend. Also ich bin auch Laie. Ich habe jetzt neu dazugelernt, neben der normalen Materie und den Neutrinos, die wir haben, gibt es noch eine viel größere Materie, diese WIMPs. Und die haben wohl ganz, ganz viel Masse. Kriegen diese WIMPs ihre Masse auch von den Higgs-Teilchen oder haben die einfach so ihre Masse? Super Frage. Also nee, witzigerweise denken wir, soweit wir das wissen, dass die WIMPs mit dem Higgs-Mechanismus gar nichts zu tun haben. Die kriegen ihre Masse aus einem ganz anderen Mechanismus, den wir gar nicht recht verstehen. Aber es ist auch ein Bereich im Universum, mit dem das Higgs eigentlich nichts zu tun hat. Ja. Ist auch überraschend irgendwie, aber ist tatsächlich wohl so. Aber Michael redet gerade wieder über Ideen, die wir experimentell noch nicht überprüft haben. Das ja, würden wir dann doch gerne mal nachmessen. Muss ja nicht alles überprüfen. Es gibt ja schöne Theorien, die lässt man besser stehen. Bitteschön. Wo war die Frage? Wenn wir Ihnen jetzt bescheinigen würden, dass Sie das Higgs-Teilchen gefunden haben, was würden Sie uns dann alles erklären können? Also wenn es dann da wäre und wir es bewiesen hätten, was könnten wir dann alles erklären damit, meinen Sie? Also ich denke, der Haupterkenntnisgewinn liegt darin, dass wir damit den Mechanismus gefunden haben, wie Kräfte entstehen. Ja? Wir haben also das Prinzip erkannt und verstanden, wie es zu Kräften zwischen den Elementarteilchen kommt. Wir können damit erklären, warum es diese drei gibt und wie die in Relation zueinander stehen. Das ist der Haupterkenntnisgewinn. Dort ist noch jemand und da hinten. Fangen wir da vorne an? Oder, ja? Ich habe noch eine Frage zu dem Experiment selber. Und zwar haben Sie ja gesagt, dass wir die Protonen mit sehr viel Energie aufeinander fliegen lassen. Kann es nicht auch zu irgendwelchen anderen Reaktionen kommen, bei so viel Energie, dass es sozusagen ein Sicherheitsrisiko gibt dort? Ja. Also ist es richtig, dass wir natürlich damit auch andere neue Objekte erzeugen könnten. Und wir suchen ja auch ganz fleißig nach anderen neuen Phänomenen und anderen Teilchen. Und es gab vor einigen Jahren, war das mal aktuell eine Diskussion, ob wir gewisse Teilchen erzeugen können, die dann die Erde zerstören. Das denken wir, dass wir das nicht machen werden, aus folgendem Grund. Tatsächlich, erstmal, wir laufen ja schon seit 2 Jahren und offenbar sind wir ja noch da. Das ist ein praktischer Grund. Aber es gibt auch einen anderen Grund, nämlich wir haben zwar einen Beschleuniger mit sehr hoher Energie, aber es gibt im Universum durchaus noch höhere Energien.
Und in jeder Sekunde fliegen sehr hochenergetische Teilchen, Protonen auch, aus dem Universum, aus kosmischen Beschleunigern, auf die Erdatmosphäre. Und auch dort gibt es schon mal sehr hohe Energien, wenn die mit der Erdatmosphäre zusammenstoßen. Das heißt, wenn es irgendwelche gefährlichen Teilchen gäbe, die wir in unserem Beschleuniger erzeugen würden, hätte es die auch schon gegeben bei Wechselwirkungen von kosmischer Strahlung mit der Erdatmosphäre im Laufe der letzten 5 Milliarden Jahre. Und da offenbar sowas nicht passiert ist, also die Erde ist ja da, nehmen wir an, dass wir auch da nichts Schlimmeres produzieren können, als da tatsächlich laufend in der Erdatmosphäre abläuft. Tja, nach vorne. Ja. Sie differenzieren zwischen dem Feld und den Teilchen, die das Feld anregen. Wie äußert sich so eine Anregung und wie klingt das wieder ab? Ja, kann dazu jemand was sagen? Also die Anregung äußert sich dadurch, dass ein Teilchen entsteht, eine kurze Zeit lebt und dann wieder zerfällt in bekannte Teilchen. Und diese bekannten Teilchen können Sie dann in Ihrem Nachweisgerät sehen. Dadurch, ich habe nicht gesehen, wo sie lokalisiert war. Okay. Also das äußert sich darin, dass ein Teilchen erzeugt wird, eine kurze Zeit lebt, wieder zerfällt und Sie dann in Ihrem Detektor die Zerfallsprodukte sehen. Bitte schön. Eine allgemeine Frage. Weiß Physik überhaupt, was Gravitation ist und ob in CERN in diese Richtung geforscht wird oder nicht? Am CERN wird nicht nach Gravitationsphänomenen geforscht, nein. Gut, ich glaube, wenn es jetzt da ist, noch eine Frage. Wir machen noch eins, zwei, drei, vier und dann würde ich an Anbetracht der Zeit sagen, dann machen wir so eine Schlussrunde. Wo fangen wir an? Dort vorne? Ja, ich habe auch noch eine Frage. Sie haben eben schon erwähnt, dass Sie sehr präzise voraussagen können, welche Energiedichte dieses Feld hat. Also anscheinend haben Sie schon ein großes Wissen über dieses Feld. Wir wissen natürlich auch, wie viel Masse die einzelnen Elementarteilchen haben. Könnten Sie etwas noch näher kurz erläutern, wieso es unmöglich ist, die Masse des Higgs-Teilchens quasi vorauszusagen? Wenn ich das mit dem elektrischen Feld vergleiche, würde ich jetzt mal behaupten, wenn ich das alles wüsste, könnte ich das theoretisch. Das können Sie schon behaupten, aber das stimmt natürlich nicht. Ne? Also es gibt Theorien, in denen man die Masse des Higgs-Teilchens tatsächlich berechnen kann. Das sind aber spekulative Erweiterungen dessen, was wir wissen heute aus Standardmodells. Und alle diese Berechnungen bisher, entweder haben sie sich als falsch erwiesen oder sie beruhen eben auf Hypothesen, die nicht weiter bisher experimentell getestet sind. Also es gibt tatsächlich, wenn Sie hunderte meiner Kollegen fragen, vielleicht 3 oder 4, die sagen, ich wusste schon immer, sagen die Ihnen dann, wie schwer das Higgs ist. Das sind aber dann Leute, die eben nicht die aktuelle Theorie betrachten, sondern die hypothetische Erweiterung, spekulative Erweiterung betrachten. Und in diesen Erweiterungen gibt es dann zusätzliche Annahmen, Symmetrien oder was auch immer, die ihnen dann erlauben, die Masse des Higgs entweder stärker einzuschränken oder tatsächlich vorherzusagen. Aber es gibt für diese Theorien bisher kein weiteres Anzeichen und deshalb muss man im Moment sagen, das können wir einfach nicht wissen. Hier vorne. Hat denn das Higgs-Feld auch was damit zu tun, dass die Masse der Teilchen mit der Geschwindigkeit zunimmt? Nee, gar nicht. Ne? Gar nicht. Das Higgs-Feld generiert das, was wir die Ruhemasse nennen. Und das, was Sie meinen jetzt, ist sozusagen die gesamte Energie eines bewegten Teilchens, der sich aus der Ruhemasse und dem Teil, der aus dem Impuls kommt, zusammensetzt. Und mit diesem Teil hat das Higgs-Feld gar nichts zu tun. Und dort noch. Mhm. Ich hätte eine Frage an Herrn Professor Krämer. Habe ich Sie richtig verstanden, dass der Higgs-Mechanismus für die Dunkelmaterie im Universum nicht in Frage kommt? Sie hatten eben was angedeutet in Bezug auf die Frage mit den WIMPs. Genau, die Frage war, woher kommt die Masse dieser, WIMPs, das wissen vielleicht auch nicht alle, was das ist. Ne? WIMPs ist eine mögliche Erklärung für die dunkle Materie im Universum. Das sind Weakly Interacting Massive Particles, also relativ schwere Teilchen, die nur sehr schwach wechselwirken und stabil sind. Und die Masse dieser Teilchen
hat tatsächlich mit dem Higgs-Mechanismus, in den Theorien, die wir im Moment betrachten, nichts zu tun. Das ja, was, aber bringt auch das denn, was bringt denn der Higgs-Mechanismus dann, da ja der Großteil der Materie im Universum aus der hypothetischen dunklen Materie bestehen soll? Da haben wir doch überhaupt nichts gewonnen mit. Der Großteil der Materie, die wir hier sehen, also der Großteil von Ihnen oder von uns allen, hat mit dem Higgs-Mechanismus sowieso gar nichts zu tun. Das haben wir, glaube ich, noch nicht klar gesagt, aber jetzt gegen Ende hin, können wir ja mal die Wahrheiten rauslassen. Der Großteil zum Beispiel der Protonmasse besteht aus Wechselwirkungsenergie zwischen den Quarks und den Gluonen. Der Higgs-Mechanismus sorgt dafür, dass die Quarks selbst eine kleine und nicht verschwindende Masse haben, aber zur Protonmasse trägt das vielleicht 1% bei. Das heißt, wenn wir jetzt hier den Higgs-Mechanismus ausschalten würden, würden unsere Protonen nicht sehr viel leichter werden. Aber, das hat Herr Stahl ja auch schon gesagt, wir brauchen einen Higgs-Mechanismus, um wirklich dieses fundamentale Verständnis der Kräfte und der Wechselwirkung zu haben. Und das hatten wir auch schon angedeutet, wenn Sie wirklich die Massen der elementaren Teilchen gegen Null setzen, also stellen Sie sich vor, Sie machen das Elektron immer leichter. Was dann passiert, ist, dass das Atom dehnt sich immer weiter aus. Ja, das Atom besteht ja aus einem Kern, Protonen, Neutronen und aus einer Elektronenhülle. Wenn Sie die Elektronmasse immer kleiner machen, dann dehnt sich das Ding immer weiter aus und irgendwann wird es instabil und tschack, weg ist es. Ne? Und deshalb ist es egal, ob wir jetzt sozusagen die Masse hier des Tisches oder so damit erklären können, ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, es ist ein ganz wichtiger, fundamentaler Baustein des gesamten Verständnisses, das wir haben. Ne? Und dunkle Materie ist ein separates Problemgebiet, an dem wir arbeiten. Soweit wir wissen, hat das mit dem Higgs-Mechanismus nichts zu tun, aber gut, das ist alles im Moment noch Spekulation. Gut, bis hierhin. Vielen Dank. Jetzt ganz kurz, meine Herren, wie geht's weiter? Was passiert jetzt am CERN und wann können wir hoffen, dass wir wissen, ob es sowas wie diese Higgs-Teilchen gibt? So, erstmal haben wir ja noch weitere Daten gesammelt. Also die Experimente laufen ja so, dass wir praktisch permanent die betreiben. Und ich habe das eben gesagt, 20 Millionen Kollisionsereignisse pro Sekunde haben. Wir haben das bis Ende des Jahres gemacht. Diese Daten müssen noch ausgewertet werden. Und im Laufe des Frühjahrs, Sommers, wird es dann endgültige Analyseresultate dieser Daten, die wir bisher genommen haben, geben. Was dann rauskommt, kann ich jetzt nicht vorhersagen. Das werden wir dann sehen. So, der Beschleuniger selber wird jetzt nochmal etwas umgebaut, dass er später mit noch höherer Energie operieren kann. Das wird knapp 2 Jahre dauern, sodass wir dann, wir haben jetzt praktisch fast jetzt Pause, wir machen noch ein paar andere Sachen, will ich nicht erklären. Und Ende 2014 oder Anfang 2015 werden wir erst wieder anfangen, neue Daten zu nehmen. Dann mit noch höherer Energie und dann werden wir die Sache Higgs oder nicht wirklich ganz klar beantworten können, dann werden wir in den danach folgenden Jahren so viele Higgs-Teilchen erzeugen, dass es dann gar keine Zweifel mehr geben kann. Was tun Sie, solange Sie rechnen schon mal was Neues? Ja, ich rechne weiter vor mich hin. glücklich? Nee. Die zentrale Frage ist ja, wir reden immer von dem Higgs-Teilchen, aber es gibt tatsächlich viele Theorien, in denen gibt es nicht nur ein Higgs-Teilchen, sondern mehrere Higgs-Teilchen. Das hatten wir auch schon kurz angedeutet. Und in diesen Theorien haben die Higgs-Teilchen zwar eine ganz ähnliche Funktion, aber leicht andere Eigenschaften. Und ich glaube, eigentlich die Herausforderung ist, zu überprüfen, ob das, was wir jetzt gefunden haben, dieses Higgs-artige Teilchen das Standardmodell Higgs-Teilchen ist oder das Higgs-Teilchen einer anderen, neueren Theorie. Und das ist sozusagen, womit wir Theoretiker uns dann beschäftigen. Also wir generieren neue Modelle, wir testen das, wir vergleichen das mit den Daten und hoffen, dass wir irgendwann eine Abweichung von dem sehen, was wir im Standardmodell erwarten. Was mich jetzt zum Schluss dann mir auf den Nägeln noch brennt, Sie haben eben gesagt, 1000 Journalisten, Wissenschaftler arbeiten da an einem Projekt aus der ganzen Welt. Ja. Wie funktioniert das, fragt man sich, dass die sich alle da irgendwie einigen, Herr Stahl oder Sie? Also es sind 2500 Wissenschaftler etwa, die an dem CMS-Projekt arbeiten. Die kommen aus rund 40 Ländern, aus 4 Kontinenten, außer Afrika sind alle Kontinente daran beteiligt. Reden die noch miteinander? Wir reden miteinander, absolut. Über Videokonferenzen sehr, sehr viel, über Telefonkonferenzen natürlich. Hin und wieder trifft man sich auch im CERN. Das ist ein, manchmal mag es chaotisch anmuten, was da passiert, aber es ist einfach eine Community, die ein Ziel vor Augen hat und die das zusammen erreichen möchte. Und man tut sich dann zusammen. Jeder Einzelne dieser 2500 Leute hat seinen kleinen Puzzlestein dazu beigetragen, dass es ein Erfolg geworden ist. Und wer war es dann hinterher? Ich meine, einer will doch dann hinterher das Ding hochhalten, oder nicht?
Es gibt einen Sprecher, den wir gewählt haben, der für uns die Fahne hochhält, aber er hält sie für uns hoch, nicht für sich. Gut, also da sind Sie sich dann einig. Also dann warten wir alle noch ein bisschen und gedulden uns noch etwas, bis dann endgültig vielleicht klar ist, ob es ein Higgs-Teilchen oder was auch immer war oder mehrere, ganz egal. Ich danke vor allem Ihnen heute Abend, denn Sie haben diesen Abend so spannend gemacht, weil Ihre Fragen spannend, gut, interessant waren. Sie waren ja sehr gut vorbereitet. Ich habe meinen Fragenkatalog gar nicht gebraucht, weil Sie haben die ganzen Fragen schon gestellt. Dafür danke ich Ihnen sehr. Das ist toll, wenn man so ein spannendes Publikum hat. Und Ihnen dreien danke ich auch. Wenn ich solche Physiklehrer an der Schule gehabt hätte, hätte ich glatt noch überlegt, Physik zu studieren. Vielen Dank, dass Sie da waren. Applaus